Hallo! Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen. Alter, irgendwie ist das Bild so dunkel. Irgendwie. Na, aber wohl. Na, so ein bisschen. Bisschen Helligkeit könnt ihr schon vertragen. Warte mal. Grüßt euch und dann Marvin, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Warte mal. Wir gehen mal kurz hier hin, wo kein Layout ist. Und dann gucke ich mal, ob ich hier ein bisschen mehr Helligkeit bekomme. So ein klein wenig. Ui. Ja, das reicht mir schon. Das reicht mir schon. Whoop. Und da sind wir wieder. Ah, vielleicht werden wir die Musik heute noch mehr als einmal hören. Da bin ich mir relativ sicher, Meister. Kleiner als drei, freue mich und sehr Flo, auf Charity. Dankeschön für die 2 Euro. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Und jetzt, Freunde. Ich dachte gerade, irgendwas wäre mit meinem Layout. Nee, aber alles gut. Hi. Es ist Sonntagabend. Ich hoffe, ihr seid ready und habt es euch gemütlich gemacht. Vor eurem Handy, vor eurem Fernseher, vor eurem PC. Wo kann man noch gucken? Vor eurer Konsole. Vor eurem Smart-Kühlschrank. Vor eurem Tablet. Vor eurem... Ja, Laptop ist ja Laptop, PC, okay. Habe ich jetzt... Guckt ihr jetzt noch irgendwo, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe? Auf der Apple Watch kann man doch kein YouTube gucken, oder? Gibt es Toaster, die YouTube abspielen können, Tamai? 3DS, oh true, ja. 3DS. Gibt es jemanden, der diesen Stream aktuell auf einem 3DS guckt? Und wir werden angerufen von Misako. Hey Ruby, hab mal eine random Frage, aber was ist deine Lieblingsfarbe? Und noch ein kleiner Nachtrag zu deinem Twitch-Stream gestern. Du kannst mich einfach Misako nennen. Misako, ich danke dir vielmals. Meine Lieblingsfarbe ist super schwer. Also es ist halt von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschiedlich. Also wenn du mich so auf YouTube so für Designfarben und so fragen würdest, würde ich irgendwie sagen so lila, türkis, ne, dieser Farbverlauf, so wie hier von lila nach türkis oder dieses hellblau. Das finde ich ganz geil. Ich finde aber auch einfach ein normales lila, was nicht, also nicht so pink so. Ich würde einfach lila sagen, finde ich sehr geil. Oder allgemein der Spezi-Farbverlauf ist echt schön. Also ich mag auch ein schönes Rot oder ein Orange, finde ich auch gut. Gelb ist jetzt nicht unbedingt meine Main-Farbe, ne, aber ich würde sagen so Rot, lila, pink. Irgendwie so in die Richtung, ne? So warme Farben. Die finde ich, glaube ich, geil. Ey, Paul, danke schön für die 2 Euro. Und vielen lieben Dank an Yeti für 31 Monate Member Train. Hey, Süßer, ich bin wieder da. Na, was habe ich verpasst, Bruder? Du hast dein Leben verpasst. Oh, boy! Der einzig wahre Drogenkeller ist am Start. Geil. Schönen zweiten Advent, traut die Drogen. Geil, richtig gut, Shiny. Mega, mega Herz, gut. Danke für die 10 Herz, Euro. Schwarzes Herz. Um wie viel Uhr ist der nächste Woche der UE-Release? Ist auf Instagram und war im heutigen Hide-and-Seek-Video sogar im UE-Trailer drin, Meister. Ich bin mir sicher, du findest es raus. Ich bin ein großer Fan davon, wenn man es schafft, sich Infos selber zu besorgen. Man kann auch auf der Wii gucken. Hat die Wii noch einen funktionierenden YouTube-Ding? Ein YouTube-Browser oder sowas, ich bin gar nicht sicher. Dann aber scheinbar wirklich. Grüße an alle und schön, Alter, dass du bzw. ihr ich da seid. Ja, Raffi! Bist du meine Stoßstange, dann komme ich immer montagabends wie die Schrob. Moin, Hübi, empfange den Stream gerade bei Morsekut. Hast du gleich so gutes Internet? Raffi, Alter, danke schön für die 42. Bist du mein HIT-Raffi oder ein anderer Raffi? Und Lukas, dank dir auch für 12 Monate. Hat sich die PS5 gelohnt? Wenn man nicht nur PlayStation Exclusives drauf spielen will, ja. Also ich liebe den Controller und ich liebe Spiele aus der PlayStation zu spielen. Für mich definitiv. Also alles, was ich auf der PlayStation 5 spielen kann, spiele ich auf der PlayStation 5. Ah, dann ist es der richtige Raffi. Meister, was geht? Yo, HD, dankeschön. Kingdom Hearts denke ich tatsächlich eher weniger. Ich bin null im Disney-Universum drin. Und es interessiert mich auch irgendwie nicht. Also, I don't know. Disney hat bei mir nie gefunkt. Das tut mir furchtbar leid. Ich zocke momentan Last of Us 2 nach. Und es ist so nice, es auch endlich mal selber zu zocken. Oh, das glaube ich. Und holy shit, Arkin, was tust du? Ey, aber viel Spaß, Wirbelwolf, ne? Kommt eventuell mal ein Kingdom Hearts LP? Holy shit. Und Dani, mein Trockner guckt dich auch. Der sagt dasselbe wie du. Du meinst...
Oh, da freue ich mich auf Origami King. Ich glaube, ich spiele morgen Origami King, warte. Ich glaube, morgen geht's weiter. Oh, hab ich jetzt schon Bock auf Origami King morgen. Aber Daniel, wirklich danke. Und Akin, dein Alert kommt gleich. Aber das ist unfassbar großzügig. Du hast keine Ahnung, Mann. Vielen, vielen Dank dafür. Dominik, danke auch für 14 Monate. Du hast gestern Morgen noch gesagt, dass jetzt erstmal etwas dauert, bis das nächste Kaiserprojekt kommt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich habe nichts zu sagen. Ich habe mich einfach eiskalt verarscht, weil ich es lustig fand. Punkt. Hast du vor, die Last of Us-Serie zu schauen? Heute ist wieder ein neuer Trailer gedroppt und das sieht vielversprechend aus. Mal gucken. Also, ich meine, so prinzipiell, Last of Us ist geil. Ich meine, ich habe beide Spiele Let's Played. Auf der anderen Seite jucken mich jetzt so Zombie-Szenarien nicht so. Und ja, ich weiß, das sind offiziell keine Zombies, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich komme eh kaum zum Serien gucken. Also, I don't know. Ich werde es mal so auf meine To-Do-Liste packen. Aber ich glaube, das wird so hinten auf meiner To-Do-Liste landen, dass ich da wahrscheinlich erstmal nicht dazu komme. Also, ich habe, wie gesagt, vor Ewigkeiten Breaking Bad angefangen. Das gucke ich jetzt gerade so Stück für Stück ein bisschen. So, ich schaffe so jeden Tag vielleicht eine Folge oder alle zwei Tage eine Folge. House of the Dragon muss ich noch gucken. Ringe der Macht will ich noch gucken. Elite, auch wenn die Serie jetzt nicht sehr anspruchsvoll ist, ist ja halt auch eine neue Staffel rausgekommen, die will ich auch gucken. So, und bis ich das alles durch habe, es dauert noch, bis ich dazu komme. YouTubers Live kommt morgen, Dio. Ando habe ich, die interessiert mich nicht wirklich. Geil, ja, wisst ihr was, doch, ich fühl's nicht die Spezi da rein. Man muss auch im Stream präsentieren, dass man Spezi trinkt. Dein Drecksleben nicht vergleichbar mit meinem Highlight. Wenn ich dich anschaue, bin ich gegen Meinungsfreiheit. Du willst nicht zahlen und dann wirst du meine Stoßstange. Dann komm ich immer montagabends wie die Schrobank. Yeah! Ich noch was zäh. Ey, nur dankeschön. Und da ist der Lord von Aki. Yo, dankeschön. Spielt sie aus einer Flasche umfüllen? Ja, ich meine, so prinzipiell so ein Trinkbecher umzufüllen ist schon cool. Aber wie gesagt, man muss ja auch im Stream zeigen, dass man ein Spezi-Enjoyer ist. Das gehört definitiv dazu. Andor ist mega geil und besser als die anderen Star Wars-Projekte. Ja, aber jetzt das Problem ist nicht mal, dass ich gerade so ein bisschen übersättigt von Star Wars-Serien bin. Also ich hätte auch gerade keinen Bock, die Filme zu gucken oder so. Also ich bin einfach Star Wars übersättigt. Ich habe keinen Bock mehr auf Star Wars gerade. Egal, also ich hätte jetzt auch keine Lust, Teil 3 zu gucken, obwohl Teil 3 mein Lieblingsteil ist. Ich kann das Star Wars-Universum einfach nicht mehr sehen. So, ich habe dieses Jahr Clone Wars nochmal rewatched. Dann war die gruselige Obi-Wan-Serie draußen, die wirklich nicht gut war. Und dann habe ich, wie gesagt, Lego Star Wars zu 100% Let's Played. Also ich bin einfach übersättigt. Es gibt mir zu viel Star Wars dieses Jahr. Momentan gucke ich Wednesday. Ja, das ist irgendeine Serie, die irgendwie gerade jeder guckt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kein Schimmer. Es hat irgendwas mit der Addams Family zu tun. Das wurde mir gesagt. Ich kenne die nicht. Aber das ist irgendwie, guckt die gerade jeder. Plague Tale habe ich schon mal gehört. Das soll, glaube ich, so ein Story-Game, ne? Irgendwie mit so Ratten und sowas. War das nicht da? Ich liebe es, dass ihr diesen Alert so viel verwendet. Ihr seid so geil. Ihr seid so geil. Und Disney will immer mehr Star Wars bringen. Ja, die haben irgendwann Mitte des Jahres haben sie für die nächsten 365 Tage 7 Serien angekündigt. In einem Jahr. Das ist bestimmt Qualitätscontent. Ey, Pumpi, dankeschön. Wollte mal Danke sagen für die tägliche Unterhaltung. Hast mich eine schwere Phase geholfen. War der Kaseteufel wieder da? Ey, aber dann freut sich Pumpi. Das klingt so, als ob du aus der schweren Phase wieder rausgekommen bist. Das klingt richtig gut, Mann. Freut mich. Dankeschön. Und nochmal 2 Euro von Daniel. War der Kaiserteufel wieder da? Nein, er hat sich noch nicht blicken lassen, Meister. Ich bin aktuell verschont von ihm. Dankeschön für den Support, Daniel. Lohnt es sich noch von Wii U auf Switch zu wechseln? Ja. Ja, Punkt. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich liebe diesen Alert auch. Ich kann den Song nicht mehr normal hören, ohne die ganze Zeit im Ohr zu haben. Denn Drecksleben nicht vergleichbar mit meinem Highlight. Und wie geht's da weiter? Wenn ich dich anschaue, bin ich gegen Meinungsfreiheit. Wednesday kann ich empfehlen, sind nur 8 Folgen. Ja, wie gesagt, also mein Katalog an noch zu schauenden Serien ist zu lang, als ob ich das jemals nachholen könnte. Und wie gesagt, Filme gibt's auch noch, die ich gucken will. Es ist... Mir fehlt die Zeit dazu. Leider. Ich würde sehr gern mehr Filme und Serien gar nicht so sehr. Ich würde gern mehr Filme gucken, aber keine Chance. Es gibt sehr viel, was ich noch gucken will. Oh, ist das DK? Alter.
Sprites, danke für 16 Monate. Und jetzt Don't Hit Me mit einer frischen Emote-Mitgliedschaft. Dankeschön. Oh, die Musik. Mmh. Oh, ist das eine gute Mucke. Oh, ich liebe sie. Ich habe so viele Filme, Serien und Spiele und sogar Bücher, die ich noch erleben will, aber woher die Zeit nehmen? Jonathan, wem sagst du das, Meister? Wem sagst du das? Wie findest du Prison Break? Das habe ich vor 8 oder 9 Jahren, glaube ich, geschaut. Also schon sehr lange her. Ich meine im Kopf zu haben, dass ich Staffel 1 und 4 sehr geil fand. 2 und 3 hatten so Höhen und Tiefen. Ich fand Obi-Wan ganz geil. Neuflo, das finde ich schön, dass du viel Spaß damit hattest. Ich mache die Diskussion jetzt nicht auf, weil das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Das kommt zu keinem Ende, aber... Also, Obi-Wan, es gibt ja so... Also, kurz zusammengefasst... wie soll ich sagen? Eine Serie oder ein Film hat ja immer eine gewisse Plot-Armor, ne? Also, quasi eine Art... Plot-Armor ist ja auf Deutsch Story-Rüstung. Das betrifft ja hauptsächlich Charaktere. Dass quasi Charaktere zum Beispiel nicht sterben können, solche Hauptcharaktere, damit halt die Story weitererzählt werden kann. Obi-Wan ist für mich, also Obi-Wan sprengt für mich jegliche Grenze an unlogischen Dingen, die in Serien und Filmen passieren. In jeder Folge könnte ich dir mindestens 3 Szenen sagen, die mir hardcore auf den Sack gegangen sind, weil sie einfach unlogisch sein Vater waren. Jede Folge. Das ist kurz zusammengefasst, warum ich an Obi-Wan gar keinen Spaß hatte. Wo hast du dein Toad-Kostüm gekauft? Ich kann es dir nicht sagen, Bro. Ich habe bei Google einfach Toad-Kostüm kaufen eingegeben. Also exakt so habe ich es eingegeben. Dann hau mal raus. Nein, ich starte jetzt keine Obi-Wan-Diskussion. Ich gebe Dingen, die mir keinen Spaß machen, nicht mehr viel Platz in meinem Stream. Batman, was geht, Mann? Dankeschön für 1 Jahr schon am Start. Ey, das ist sau lieb. Und dann die nochmal mit einem 5er. Was ist eigentlich mit Hollow Knight passiert? Ich versuche mich aktuell in der furchtbarsten Herausforderung des Spiels. By the way, bist der Beste. Ich weiß nicht, was mit Hollow Knight passiert ist. Also, wenn du mich fragst, ich habe es einmal gespielt wegen Wunschstream und dann war es auch wieder gut. Aber was sonst mit Hollow Knight ist, weiß ich nicht. Geht's ihm gut? Geht's ihm nicht gut? Ich weiß nicht, was der so macht. Ich habe seine Nummer nicht. Jetzt gibt's Spezi Zero. Ja, so seit einem, ich glaube seit einem halben Jahr oder so, oder? Wie lange trinken wir Spezi Zero jetzt im Stream? Ich glaube circa ein halbes Jahr, würde ich jetzt mal spontan sagen. Also noch nicht sehr lange auf jeden Fall. Ey, aber so viele Weihnachts-Apaches, die hier durch den Stream steppen, ne? Ich versuche mich aktuell an der furchtbarsten Herausforderung des Spiels. Ist der Beste. Ich bin zu hyped auf die 100 Habe bis Weihnachten war letztes Jahr auch schon zu Reed. Origami King ist so ein nices Game allein. Origami King ist voll geil. Red Shadow! Ganz, ganz, ganz viel Liebe an dich, Mann. Danke für die 17,7. Ja, oh, boah, da kam die Kartoffel nochmal hoch. Von gerade. Vielen Dank, Red Shadow, für 17 Euro. Das ist super großzügig. Und Neuflo mit einer geschenkten Mitgliedschaft an Greenwolf. Greenwolf, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Und ich wollte noch irgendeine Nachricht gerade vorlesen. Und dann kamen die 17 Euro von Red Shadow und haben mich aus dem Leben geböllert. Ah, hier von Knöpfe-Fan. Moin Maestro, liebe das neue Mario-Projekt, weil es kein abgefuckter Kaiser-Stuff ist, der keinen Spaß macht, sondern viele knackige und kreative Challenges. Ja, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Aber ich bin bei dir. Ich hatte ultra viel Spaß bei der Aufnahme der ersten Folge. Ich habe noch keine zweite aufgenommen, also ich habe noch nichts vorproduziert. Aber ich muss auch sagen, Kaizo NSMB Wii sieht unfassbar cool aus. Ich hoffe, das hält dieses Niveau. Ich meine, es wird mit Sicherheit noch schwerer und es wird auch abgefuckter Shit kommen, das gehört zu Kaizo. Aber ich hoffe auch, dass es auf diesem Kreativitätslevel bleibt. Alter, was kommt denn jetzt alles rein? Poxter verlängert im 5. Monat. Dankeschön dafür. Akin ist frisch am Start. Was geht, Meister? Schön, dass du da bist. Paul mit seinem ersten Monat Member Train. Ich habe für Charity 10 Euro bei der Umfrage-App gespart. Du Ehrenmann, imagine, jeder, der jetzt im Chat ist, würde anfangen, Google-Umfragen zu machen und das Geld spenden. Wir würden bestimmt auf 200 Euro kommen, wenn alle zusammen Google-Umfrage machen. Und Neufle nochmal mit einer geschenkten Mitgliedschaft. Und Timitendo auch mit einer geschenkten Mitgliedschaft. Was passiert denn jetzt hier? Timitendo gibt seine Mitgliedschaft an
Hä? Das steht nicht im Chat. Bin ich jetzt dumm? Da steht doch nicht im Chat, wer die bekommen hat. Oder? Bin ich jetzt... Es ist der Lux, aber es ist... Ah, hier! Ja, der Lux von Neuflo, aber da muss noch eine zweite geschenkte Mitgliedschaft sein. Nee, Greenwood war davor. Alter, ich bin voll überfordert. Number One, Leibis am Start. Hast du eigentlich zum letzten Mal gefragt, ob du dir ein Kamel gekauft hast? Hast du mittlerweile? Hast du nicht so Hübi geguckt, Leibi? Meine Kamelfarm ist riesig. Da ist kein Platz mehr. Ich brauche einen größeren Stall, damit ich meine Kamele noch irgendwo unterbringen kann. Ey, vielen, vielen lieben Dank für die 1777. Ja, Greenwolf und der Lux, aber es waren 3 Gifted-Memberschaften leer. Es waren 3. Aber mein Alert sagt, Meister hat eine Gifted-Memberschaft bekommen. Aber ich habe es nicht im Chat gesehen. Aber ich vermute mal, dass die 3. geschenkte Mitgliedschaft an Meister ging. Meister, schön, dass du da bist. Und Didi King, danke für 4 Monate. Das freut mich sehr, dass du Spaß an meinen Videos hast. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Wann hat das eigentlich mit den Kamelen angefangen? Ja, mit Sicherheit Corona-Offensive. Das ist alles Corona-Offensive. Das ist, Corona-Offensive war, wir sitzen alle daheim und werden Tag zu Tag dümmer. Und teilen das dann mit anderen Leuten online. Bruder, das Leben frustet gerade brutal. Habe wieder eine Hypothek aufnehmen müssen und meine Familie verachtet mich. Aber am schlimmsten ist, dass Nintendo keine neuen Games. Dein Drecksleben nicht vergleichbar mit meinem Highlife. Wenn ich dich anschaue, bin ich gegen Meinungsfreiheit. Du willst sie zahlen und dann frisst du meine Stoßstange. Dann komme ich immer montagabends wie die Schrobe. Alter, Mr. Rage, danke schön für die 42. Das ist sehr lieb. Und Hollow Knight, es tut mir furchtbar leid, dass es dir gerade so räudig geht. Ich hoffe, dass du deine Hypothek schnell abgezahlt bekommst und dass deine Familie dich bald nicht mehr verachtet. Oh boy, ey. Vielen Dank für die 94, das ist sehr, sehr lieb. Muss ich für die Gifted-Memberschaft monatlich zahlen oder war das nur einmalig? Soweit ich informiert bin, sind geschenkte Mitgliedschaften einmalig. Also quasi, du zahlst einmal 5 Euro und dann kriegt jemand für einen Monat. Also das sind nicht laufende Abos. Das war die Primetime. Wenn ich 2020 höre, denke ich immer direkt daran. Ja, ja. 2020 ist einfach nur Corona-Offensive. Punkt. Mehr war da nicht. Aber eigentlich war auch noch Repeat und das war überflüssig. Und 2020 war ein gutes Jahr. Vor allem, weil es das erste Jahr meiner Selbstständigkeit war. Das Witzige ist, dass das mit dem Abstoßen der Familie sogar stimmt. Ach, der Hollow Knight hat als Charakter sogar Lore? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wäre einfach so ein random Charakter. Louis! Schön, dass du da bist, Meister. Viel Spaß mit den Emotes. Sunny, geh aber auf Instagram @yuiclothing. Da hast du alle Infos, die du brauchst. Oder guck das heutige Hide and Seek Video, da ist auch noch ein Trailer am Anfang. Die Prime war, als du in deine Schule eingebrochen bist. Ach du Scheiße. Das kennen wahrscheinlich übel viele gar nicht mehr. Das war mein 200-Abo-Special, ne? Das dürfte mein 200-Abo-Special gewesen sein. Moment. Wait a minute. Prime war, als du im 200-Abo-Special Steine in den See geworfen hast. Das ist wirklich das Beste. Also, Freunde, das ist mein 200-Abo-Special. Oh, da ist die Szene schon. Wahrscheinlich, weil wir sie uns in irgendeinem alten Stream mal angeschaut haben. Also, Freunde. Alter, wie lange habe ich die da reingeworfen? Ich werfe 30 Sekunden... Werfe ich 30 Sekunden lang Steine in den See? Das kann doch nicht sein. Doch, ich werfe 30 Sekunden lang Steine in den See.
Also Freunde, das ist mein 200-Abo-Special, da wollte ich euch meine Stadt zeigen und ich wollte es halt zwischendrin mit epischen, cinematischen Szenen untermalen. Erstmal Frankie, es freut mich, dass du heute da bist und natürlich, ich schicke mit Liebe deinen Zug los, Meister. Vielen, vielen Dank. Und wollte fragen, ob der Haarschnitt ist einfach zu mild. Nintendo Online-Mitgliedschaft abzuschließen? Erik, nein, es ist ganz einfach. Du gehst einfach in den, im Hauptmenü. Oh, im Hauptmenü ist, hast du unten einen Nintendo Switch Online Button, da gehst du drauf und da gibt's direkt irgendwo Mitgliedschaft abschließen und dann zahlst du mit PayPal oder Kreditkarte und dann hast du's. Ganz easy. Aber ich danke dir vielmals für die Donation, Meister. Also, ne, und das ist, und wie gesagt, ich wollte halt quasi mein 200-Abo-Special in, mit epischen, cinematischen Szenen untermalen, aber das war im, wann war das? Pass auf, das war ja noch 2015 auf jeden Fall. Im Juni. Das war drei Monate nach meinem Start auf diesem Kanal. So, den Pulli habe ich noch. Der liegt sogar gerade in meiner Wohnung. Also den habe ich erst letztens irgendwann mal angehabt. Also der liegt auf meinem Stapel mit Klamotten, die ich schon mal getragen habe, die aber noch nicht bereit für die Wäsche sind. Paulane, ich danke dir für den Euro. Schön, dass du da bist. Ich ziehe den nächste Woche mal an, Döner. Ich ziehe den nächste Woche mal an. Auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt die cinematische Szene. Bruder, es ist einfach. Puh, Alter. Reingesnippt. Zu mild, Alter. Und nochmal, so, das ist jetzt richtig so, fuck it, Mann, ich werfe jetzt alles nur noch rein und drehe mich jetzt episch um. Scheiße, Digga. Das war einfach ein Baggersee. Also ich habe nicht meine emotionale Bindung so krass zu dem, das ist einfach ein Baggersee. Das ist einfach 30 Sekunden lang Stein in den See geworfen. Genau, aber eigentlich sind wir ja hingekommen. Alter, Freunde, schaut euch mal diesen OG an. Wer würde... An den See will ich auch. Ich will da auch Steine reinwerfen. Justin, wenn du nächstes Jahr vorbeikommst, dann kannst du da auch Steine reinwerfen. Hab eine Träne vergossen. Alter, der Haarschnitt war einfach zu mild. Ich sag's, wie es ist. Hast safe einen Croc gesucht. Einfach, Bruder, was für Pinsel. Alter, meine Haare sind jetzt viel länger. Also wenn ich Pinsel bin, dann eher jetzt. Aber das ist doch keine Pinselfrisur, Digga. Pinsel ist, wenn du hier so straight nach oben machst, so. Das ist Pinsel. Aber doch nicht das. Hier, da. Das ist doch kein Pinselmeister. Sie ist einfach super. Es ist einfach so eine Animal Crossing-Figur. Ist einfach so. Einfach draufgesetzt. Aalglatt. Alter, Tobi, mit King's Support. Du Kingmeister. Ich wünsche dir die schönste Fahrt deines Lebens. Lego-Figur. Genau. Wie so ein Helm, den du einfach aufsetzt. Der Bartwuchs ist auch derselbe. Ein Scheißring ist der Bartwuchs derselbe. Alter, gib dir mal hier. Schau mal hier. Ich bin einfach, das ist quasi ein Vollbart. Schaut euch das an. Da kann man mittlerweile sogar ein bisschen kraulen. Ah, nix da. Ich bin heutzutage bin ich ein Mann. Damals war ich eine Memme. Discgolfbahn und den großen Schlitten, mhm. Wo wir. Manche Leute haben mir schon gesagt, Bro, bist du Dumbledore? Und ich so, nee, ich pflege meinen Bart besser. Gute Audioqualität. Aber eigentlich wollten wir jetzt die Schuleinbruchs. Oh, da laufe ich episch. Da filme ich episch den Park. Das ist wahrscheinlich einfach random copyright-free Gaming Music auf YouTube eingegeben. So, Bruder, epischer Park auf jeden Fall. Aber wo breche ich jetzt? Oh, da laufe ich auch. Ich glaube, das habe ich sogar mit Dialogs Musik gemacht. Da laufe ich episch durch den Park. Die Epicness explodiert. Ich weiß doch gar nicht, was das für eine Tasche ist.
Ich glaube, das war die Kameratasche von meinem Kameramann. Ich weiß aber gar nicht, warum ich die... Akin, what the fuck? Alter, Akin wird von dieser Epicness so hardcore mitgenommen, dass er sagt, ich aktiviere jetzt die größte Kanalmitgliedschaft auf deinem Channel. Bruder! Alter, ich hab dich jetzt mit meinem 200-Abo-Special ganz schön um den Finger gewickelt, ne? Ey, fettes Dankeschön. Der Zug kommt, sobald der Alert kommt. Du geile Sau, ey. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist halt auch epic. Da würde ich auch 50 Euro in den Chat ballern, wenn ich das sehen würde im Stream. Oh, mit Schnitt, da laufe ich episch den Berg hoch. Der Ass, Leute, Dead Booty. Vor allem, wie lang diese Szenen immer sind. So, einfach nur so gefühlt eine Minute. Bist du noch zu haben? Alter, Neuflo, wenn du ein gutes Angebot machst. Wer hat das gemacht? Das war Matze damals. Das war der, der auch mein Kochvideo gefilmt hat. Das war einer der wenigen. Da muss ich ihm die größten Props überhaupt geben. Das war einer der wenigen, der so in den ersten ein, zwei Jahren, wo ich YouTube gemacht habe, aus meinem privaten Freundeskreis an den Shit geglaubt hat und mich unterstützt hat. Ich wurde von fast allen ignoriert oder verarscht, wenn es um YouTube ging. Und er hat einfach immer Kameramann gemacht. Ehrenmatze, ohne also jetzt Real Talk, das war richtig krass. Und der Typ hat einfach vor kurzem geheiratet und kriegt jetzt ein Kind. Und ich sitze mit einer wackelnden Weihnachtsmütze im Stream. Und bin nicht verheiratet und habe kein Kind. War das die... Nee, das war ein Handballkollege, Alina. Du hast doch Beate und Renate. Ja, aber Beate verlässt mich auch langsam. Alter, Marlo einfach mit ehrenhaften 17 freaking Euro für das Toad Roulette und er zieht einfach freaking Afrika. Bro, ohne Nachricht. Ehrenhaft. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, Marlo. So, wie lange laufe ich jetzt noch episch? Immerhin schaffst du Impossible Jumps in Mario Odyssey. Ja, Mann, damit verbessere ich die Welt. Warum laufe ich da überhaupt lang? Also, so, Bruder. Das ist mit einem Selfie-Stick aufgenommen. Warum filme ich den jetzt mit Selfie-Stick? Jetzt sind wir am Schlittenberg. Hier gibt es sogar eine Discgolfbahn. Vor allem was ganz Schlimmes. Ich habe früher so häufig gesagt. Man kann sich heutzutage keine Videos mehr von damals anschauen, wo ich nicht alle zwei Sätze gesagt habe. Ich weiß nicht warum. Also ich meine, ab und zu sagt man halt einfach wenn man nachdenkt oder ab und zu hat man so Wortfindungsprobleme. Aber ich habe damals ultra häufig gesagt. Und man kann sich keine Videos mehr von früher anhören, ohne permanent darauf zu achten. Bahn runter. Die führt da hinten sozusagen lang. Da, jetzt sieht man es. Ah, geil. Sieht man nicht. Egal. Auf jeden Fall hier geht sozusagen der Schlittenberg runter. Da hinten ist sogar noch so ein kleiner Teich. Und ja, wie gesagt, also hier haben wir im Winter viel Zeit verbracht, wenn wir herkommen konnten. Und es ist. Ich habe euch jetzt das Video versaut, ne? Das ist so ein typischer Fall von, wenn du es mal weißt, kannst du nicht mehr weggucken. Ich habe euch jetzt meine früheren Videos versaut. Es ist so schlimm. Oh, da fahre ich episch durch die Stadt. Meister, was geht? Einen wunderschönen guten Tag. Da schicke ich dich aber sowas von schnell. Da schicke ich dich aber sowas von schnell nach Member City. Nicht vergleichbar mit meinem Highlife, wenn und ich Red Shadow ist auch noch am Start. Du willst sie zahlen und dann bist du meine Stoßstange. Dann komm ich immer Sonntagabends wie die Schrohwagge. Ich hab eine Bonusnachricht für Mitglieder abgesendet. Könntest du darauf vielleicht noch antworten, weil es geht um Hügel Clothing. Meister, Entschuldigung.
Meister, Entschuldigung, das war keine Absicht, das zu überlesen. Oh shit, ich sehe sie aber nicht mehr. Also ich habe ganz nach oben gescrollt in meinem YouTube-Chat, aber ich sehe sie nicht mehr. Kannst du sie einfach nochmal in den Chat schreiben, bitte? Vielen, vielen Dank aber. Alter, ich fahre aber episch durch die Stadt. Wo ist denn das genau? Ah, doch, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Aber schön zu sehen, dass da auch Kräne stehen. Ganz Schwab München ist gerade eine verkackte Baustelle. Also, ich habe das Gefühl, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber man konnte irgendwie ganz lange nicht mehr bauen, weil ja, glaube ich, Materialien gar nicht verfügbar waren, Baumaterialien, oder ultra teuer waren. Und jetzt sind die, glaube ich, wieder so ein bisschen mehr verfügbar. Das heißt, jeder reißt gerade irgendwelche Häuser ab und baut neu. Plus in ganz Schwab München ist gerade Glasfaserausbau. Also ich glaube, es gibt kaum eine Straße, in der nicht irgendetwas baustellentechnisch abgesperrt ist. Die Stadt ist so hässlich geworden. Wirklich, überall Baustelle. Fußwege wegen Glasfaser, komplette Straßen, weil irgendwelche Häuser abgerissen werden. Alles ganz, also die ganze Stadt ist eine einzige Baustelle. Und alle Straßen sind zugeparkt, weil Leute nicht mehr in ihren Einfahrten parken können. Es ist so schlimm. Stadt München ist so hässlich gerade. Unglaublich, ich liebe die Stadt. Alter, Sumpfhundsoldat, du geile Sau. Ich danke dir für deine Emote-Mitgliedschaft. Und Elf Leon, den Ehrenalert getriggert. Gibt der Stadt. Ja, das dauert jetzt so ein paar Jahre, schon klar, aber trotzdem ist es gerade gruselig. Denkt bitte alle dran, ein Like für den Stream dazulassen. Flo, ich glaube, ich timeoute dich jetzt. Warte mal, Red Shadow wollte nochmal seine Frage stellen. Pass auf, ich suche dir jetzt nochmal. Red Shadow, hattest du die schon in den Chat geschrieben? Weil wenn ja, dann habe ich sie nicht gesehen. Dann habe ich sie nicht mitbekommen. Unser Ortskern ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr wegen Baustellen komplett geschlossen. Also es ist gefühlt, alle bauen gerade. Alle. Wenn es doch mal Weihnachtet zu sehr, kommen von irgendwo die Supporter her. Also an deinem Reimschema, Cyplex, arbeiten wir noch. Aber 20 Euro sind ultra krass. Vielen, vielen, vielen Dank, Cyplex, für eine deiner, ja, mittlerweile muss man fast schon sagen, vielen großzügigen Donations. Das ist crazy, dankeschön. Und Manu, danke dir auch nochmal, wenn die mich ableute, du weißt was. Aber jetzt lass mich nochmal weiter die Kamera ehrenhaft fahren. Hey Stefan, was geht? So, aber ich will jetzt, breche ich gleich in die Schule ein. Aber da muss ich aufpassen, da habe ich Mission Impossible Musik verwendet. Und die wird, glaube ich, geclaimed. Oh boy, Quirin ruft an. Oh boy, Quirin. BRT, BRT, der Boy ruft, ey, mein alter Freund, was geht den Mann? Ich habe ein dickes Video in meiner Hand für Hübi Charity und ich lieg am Strand, oder anders gesagt, das Charity-Video ist abgedreht, XD. Quirin, ich hab sehr hohe Erwartungen. Ich hoffe, das wisst ihr. Ich habe sehr hohe Erwartungen an euch. Und da ist der Löffel, zeitlich. Alter, ist Felix noch bei dir oder ist er wieder heimgedüst? Aber ich grüße euch beide auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank. Zu sehr. Kommen von irgendwo die Supporter her. Ey, Cyplex, danke schön. Und jetzt kommt auch noch mein Mann. Ich war mit meinem Highlight. Wenn ich dich anschaue, bin ich gegen Meinungsfreiheit. Du willst sie zahlen und dann zerrst du meine Stoßstange. Dann komm ich immer sonntagsabends wie die Strohwange. Wenn die Milch abläuft und du weißt was. Salami-Basketball. Der ist heimgedüst, alles klar. Neu gebaut, heißt dieses fette Gebäude hier. So, das ist mein... So, Freunde. Seid ihr ready? Von euch ist gesehen. Diese Steine, die standen noch nicht, aber der Rest sah eigentlich schon so ähnlich aus. Kindergarten war auch eine verdammt geile Zeit. Aber ja, mittlerweile ist hier leider alles eingezäunt und uns ist der Zutritt zu schönen Kindheitserinnerungen leider versperrt. Dennoch war es echt eine geile Zeit, muss man sagen. Oh, jetzt! Seid ihr ready? Okay, aber ich muss zwischendrin mal pausieren, weil das ist Mission Impossible Mucke und die Yi tippt mich weg. Noch nicht, Queen Boyd, noch nicht. Bruder, da wollte ich nämlich unbedingt auf meinem Pausenhof filmen und da mussten wir irgendwie aufs Schulgelände, damit ich von da filmen kann. Ich pausiere einfach ab und zu. Bruder.
Eiskalt. Eiskalt. Mittelfinger in die Cam. Caught live in 4K. In die Cam. Mission Impossible. Oh, mein Bauch. Oh, Scheiße. So ein Badass. Also schon krass, ne? So. Einfach nur, damit ich jetzt auf diesem Stein sitzen kann. Hat's vollgebracht. Vor allem bin ich auch richtig kriminell, wenn ich das alles auf Kamera festhalte und öffentlich hochlade. Red Shadow, ich glaube, du musst, also, es ist nicht 100% garantiert, aber ich glaube nicht, dass du Anmeldedaten brauchst. Ich glaube, in jedem Online-Shop kann man auch einfach quasi als Gast bestellen, dass du einfach nur Adresse und so weiter eintippst. Ich denke nicht, dass du deinen Account brauchst. Ansonsten kannst du auch einfach an die info@ue-clothing.de-Adresse, die müsste auf der Webseite stehen, oder auf Instagram einfach eine kurze Nachricht schreiben. So nach dem Motto, hey, ich habe einen Account angelegt, ich heiße so und so, also über deine Adressdaten finden wir dich und vielleicht können wir dann auch irgendwie dein Passwort zurücksetzen oder so. Also ich glaube nicht, dass du was brauchst, aber schreib vielleicht sicherheitshalber einfach nochmal an die Info-Adresse was. Hast du mit dem Stunt über den Zaun die Chayas geklärt? Alter, Jonathan, das ist... Ich sag mal, ich habe euch ja erzählt, dass ich ein zweites Handy habe. Und ich offiziell habe ich ja erzählt, dass ich das quasi für IRL-Streams gekauft habe. Eigentlich ist hier drauf der Einbruchsclip und ich habe das Handy schon seit 7 Jahren. Und ich habe das Handy immer dabei und wenn ich eine treffe, sage ich, hey Babe, guck mal. Und dann zeige ich quasi, wie ich Badass über den Zaun steige. Und dann sagen sie so, oha, da vorne ist ein Café, ich zahle auch. Seitdem muss ich nie wieder für einen Kaffee zahlen. Genau, ich sage dann, hier bin ich in meine Schule eingebrochen. Okay. So viel zum kurzen Abstecher, Freunde, in mein 200-Abo-Special. Way too smart. Den Zaun musst du mir zeigen, so einen Clip brauche ich auch von mir. Dann kann ich jeder haben. Justin, wenn du, ohne Witz, wenn du wirklich mal für ein paar Tage vorbeikommst, also wir machen das ja nächstes Jahr, das ist ja quasi offiziell schon, dann drehen wir einige gute Clips. Ich zahle auch nie für Cafés, weil ich keinen Kaffee trinke. Aha! Alter, Kevin hat einfach Comedy durchgespielt. Mission Impossible. Oh jo, das war ein Highlight. So, aber Guys, bevor wir uns jetzt dann gleich in den Mario Odyssey Superstar Mode werfen, wie lange hast du damals dafür gebraucht? Ach, für 200 Abos. Naja, das Special kam irgendwann Mitte Juni. Gegründet habe ich den Kanal Mitte März. Also schätze ich 3 Monate. Rein vom Upload-Datum her. Bin jetzt seit 10 Monaten stolzer Member Drain Genießer. Tja, geil, ich danke dir für 10 Monate. Und Kev dankt dir auch noch für 33. Und jemand hatte gerade noch eine Frische abgeschlossen. Genau, Aviator, was geht, Meister? Welcome back. Vielen, vielen Dank für die Mitgliedschaft. So, aber wir haben, Freunde, wieder unseren täglichen Adventskalender. Erik! Ich sehe schon. Hübi, ich glaube, die hast du den Zug für den Ehrenkanal Investor vergessen. Ach, du meinst Akin? Ja, das stimmt. Pass auf. Das ist, weil es ein Upgrade war, kam der Alert nicht. Oder kam der Alert? Und bin ich jetzt dumm? Nee, der Alert kam nicht, weil es ein Upgrade war. Pass auf, das machen wir noch. Also ein Ehrenkanal-Investor, der sitzt sogar im goldenen Wagen. Der sitzt sogar im goldenen Wagen im Member Train. Den schicken wir ja instant los. Ich danke dir für die Erinnerung nochmal. Etwas länger her, insgesamt 6 Monate. Aviator, es ist wunderbar, dass du wieder da bist zur Weihnachtszeit.
So, aber da mein Adventskalender ja der Reddit-Adventskalender ist, wo wir übrigens, Freunde, immer noch Beiträge brauchen. Und wenn ihr einen Beitrag zum Reddit-Adventskalender beitragen wollt, dann geht ihr einfach auf reddit.com/r/RedditAdvent und könnt in diesem Subreddit dann einen Beitrag posten, der irgendwas mit dem Kanal Hübi und mit Weihnachten zu tun hat. Oh, ich sehe schon, hier ist ein bisschen was reingekommen. Sehr, sehr geil. Wir brauchen mindestens 24 Beiträge hier drin. Und meine Reddit-Mods werden dann immer für jeden Tag einen Beitrag aus diesem Subreddit nehmen und sozusagen als Türchen ins Hauptreddit posten. Und das ist unser persönlicher Adventskalender hier in den Streams. Marlo, Alter. Holy shit, ich seh's jetzt schon. Und Ben Tobi, ich glaube, ich habe mich noch gar nicht bei dir für den Euro bedankt. Marlo, ich war trotzdem noch auf den Alert. So, was ist in Türchen 4? Wir schauen rein. Yeah! Kleine Zeichnung von Mario und Luigi im Weihnachtsstil. Hat nicht alles auf ein Blatt gepasst. Vom lieben Ply44. Das ist doch mal weihnachtlich. Das ist doch mal weihnachtlich. Big Pog. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Pass auf. Sehr coole Zeichnung. Kleiner als 3. Bam. Hammer. Vielen, vielen Dank, Ply. Das freut mich sehr. Was geht bei dir heute? Ich wollte ja heute Zelda spielen. Highlife. Wenn ich dich anschaue, bin ich gegen Meinungsfreiheit. Du willst sie zahlen und dann frisst du meine Stoßstange. Dann komm ich immer sonntagabends wie die Strohwange. Ja, wenn man es genau nehmen will von Paper Mario und Paper Luigi. Oder sie sind sehr flach gezeichnet. 1, 4, 2, 8, 5, 7 Perioden. Malo, Alter, danke schön. Du hast den besten Dorffuchs-Alert bekommen. Du hast den besten bekommen. Kommt heute noch ein Part, neuer Part Mario Galaxy 2. Ja, safe. Boah, Mario Galaxy... Okay, das ist jetzt aber wirklich das letzte Nostalgie-Ding. Dann gehen wir wirklich in Superstar-Mode rein. Mario Galaxy 2 hat tatsächlich einen ganz, ganz, ganz besonderen Status auf meinem Kanal. Ist jetzt für euch nicht wichtig, aber... Mario Galaxy 2 war das erste Projekt, bei welchem ich diese Form von Thumbnail-Design verwendet habe. Und jetzt könnt ihr sagen, was ihr wollt, dass es ja voll universell ist und das kann ja jeder, bla bla bla. Ich, und das schwöre ich drauf, war der Erste, der diese Form von Design gemacht hat. Ne, nur dieser Rahmen, der quasi sich vergrößert zu dieser Nummer und dann quasi dieses große Objekt dazwischen rein. Und das sind einfach die Designs, die ich heute noch in ähnlicher Form auf dem Zweitkanal verwende. Das Einzige ist, dass ich quasi den Rahmen da nicht mehr um die Nummer so groß ziehe. Aber damals schon habe ich quasi das Thumbnail-Design für den heutigen Zweitkanal gemacht. Wie war es denn davor? Da war es, glaube ich, einfach Domtendo-Fake. Pass auf, was haben wir denn noch Let's Played? Mario Galaxy 1, da müssen wir noch auch was haben. Aber da habe ich 2 gemacht. Pass auf, das ist das neue hier. Ja, genau, das ist einfach so Domtendo-Fake. Also, so hat früher Domi halt seine Thumbnails gemacht. Und jeder, der mit Nintendo Let's Plays angefangen hat, hat die Thumbnails genauso gemacht. Quasi links immer Logo und die große Nummer und rechts einfach irgendwas aus dem Spiel. Oh ja, und mittlerweile packe ich meine Fresse mit drauf, überall. Wobei, mittlerweile gehe ich ja eher wieder einen Schritt zurück und packe manchmal nicht meine Fresse drauf. Das ist sehr ungewohnt für mich, aber es ist teilweise sehr sinnvoll. Früher war alles besser. Nee, meine Videos waren früher teilweise richtiger Rotz. Aber sie hatten ihren persönlichen Charme. Das muss man sagen. Alter, Mario Galaxy 63 hat fucking 20.000 Aufrufe. Junge, der Zweitkanal läuft wie nie zuvor. Bra. Geil. Okay. Alles klar. Dann würde ich aber sagen... Schau mal, hast du eigentlich schon mal den Reddit-Banger angesehen? Nein, das wollte ich jetzt auch... Was? Banner? Ach, Banner. Ich habe Banger gelesen. Nee, den habe ich noch nicht angeschaut. Pass auf, jetzt gucken wir doch noch kurz rein. Wenn das schon gesagt wurde. Achso, okay, weil über einfach Weihnachtsmützen draufgepackt wurden und Bärte. Okay, aber das ist cute. Das ist cute. Deine Videos waren Rotz? Wie lange wird der Versand von UE dauern? Wir releasen ja an einem Freitag und wenn alles gut läuft, ist es am Dienstag in der nächsten Woche da. Also frühestens. Also wenn alles klappt, wie gesagt, wir verkaufen ja an einem Freitag, dann sollte der DHL-Laster am Montag kommen
Und dann werden viele Pakete meistens schon Dienstag da sein, aber spätestens dann im Laufe der nächsten Woche sollte hoffentlich alles ankommen. Apropos Zweitkanal, Until Dawn ist so stark. Jetzt muss ich wieder 2 Tage warten. Nein, Lea, morgen kommt schon eine neue Folge. Du weißt doch, Lea. Das eine Projekt kommt immer Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag und das andere Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Und Until Dawn ist auf dem, es ist quasi auf Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Also morgen kriegst du schon eine neue. Und Lord Lappen, das ist ein geiler Name. Ich danke dir vielmals für deine Member Train Mitgliedschaft. Das ist super, pass auf. Wir machen wie hier. Lesen wir kurz hier hin. Wir machen zack, zack, zack. Schisch. Siehst du, wie gut Horrorgames ankommen auf dem zweiten Kanal? Da musst du ja fast noch mehr in die Richtung bringen. Naja, also, wie gut sie ankommen? Also, es performt besser als gedacht. Aber immer noch nicht so gut wie Nintendo-Projekte. Aber das juckt mich nicht. Was mich tatsächlich gewundert hat, ist, dass Wolfenstein so gut ankam. Oder Wolfenstein. Das sind die schlimmsten Kommentarschreiber, die sich permanent über die Aussprache von irgendwelchen Wörtern von dir in den Kommentaren auslassen. Holy shit. Das triggert mich so sehr. Ne, das fängt an, ich sag halt Wolfenstein. Und ja, natürlich ist das vielleicht nicht die offizielle Aussprache. Weil wenn du Wolfen aussprichst, dann musst du halt quasi auch Stein auf Englisch aussprechen. Oder du sagst Wolfenstein. Aber es ist so, Alter, so halt doch dein Maul. Alter, solche Kommentare triggern mich so sehr, aber ich antworte dann immer nicht drunter. Weil ich mir denke, nein, er meint's ja nur gut. Er ist halt schlau wie Schlumpf mit der Brille. Aber es triggert mich einfach. Es triggert mich. Aus welchem Stoff sind die Hoodies gemacht? Ich glaube, pass auf, ich kann es dir, glaube ich, sogar ganz genau sagen. Wait a minute. Jetzt hast du mich was gefragt, wo ich dir eine genaue Antwort liefern kann, dann kriegst du auch eine genaue Antwort. Wenn ich sie kriege. Ich glaube, es ist auf jeden Fall 100% Baumwolle, aber ich kann dir sogar das genaue Gewicht sagen, pro Quadratmeter. Weil ich glaube, die Wertigkeit von Stoffen gibt man ja in Kilogramm oder Gramm pro Quadratmeter Stoff an. Watch out. Jetzt bin ich im Modus. Wait a minute. Ich glaube, das haben wir irgendwo eingetragen. Ah, stopp. Es ist 85% Baumwolle und 15% Polyester, weil wir die Innenseite noch gefliest haben. Die ist jetzt noch weicher als bei den früheren Hoodies. Und es sind 460 Gramm pro Quadratmeter. Jetzt hast du's. Also sehr, sehr, sehr dicker Baumwollstoff. Okay, aber jetzt soll es nicht um UI gehen. Es soll um Mario Odyssey gehen. Ich habe gerade realisiert, dass mein Stream 4 Minuten Delay hatte. Alter, und jetzt siehst du das in 4 Minuten, wie ich dich als Volltrottel bezeichne, Jamrim, du Volltrottel. Nein, das ist wahrscheinlich vorgespult, jetzt sieht ihr wieder alles live. So, alles was zu UI kommt, ist alles auf der Instagram-Seite, Freunde. Also alles, was ihr braucht, ist auf der UI-Instagram-Seite. Ich will in meinen Streams nicht immer so viel drüber reden, weil ich dann immer ein schlechtes Gefühl habe, das ist wie so eine Werbeshow oder so. Das soll es ja gar nicht sein. So, oh boy, okay, Odyssey ist schon an und sehr laut. Oh, habe ich Bock auf Odyssey jetzt. Mm. Nein, Snowpirat leider nicht, I'm sorry. So, warte. Ich hole uns noch kurz unseren wunderschönen Greenscreen. Ich weiß nicht, ob ich dumm bin, aber wo finde ich, wann der Weihnachtshoodie kommt? Freitag auch alles. Alles, was wir releasen, Freitag kriegst du. Erik! Meister! Was geht? Mario oder Zelda? Welche Reihe ist aus deiner Sicht besser? Mario. Zweite Frage, würdest du einen Zelda-Film dir anschauen? Ja. Mario und ja. Aber ich meine, Mario, es ist natürlich, also, wie willst du ein Jump'n'Run mit einem Rätselspiel vergleichen, so? Aber in meinem Herzen ist Mario über Zelda. So, okay. Oh, ich glaube, wir müssen den Greenscreen noch fast ein bisschen weiter rüberschieben, ne? Wait a minute. Ich glaube, da müssen wir noch. Ich glaube, so könnte es passen. Doch, ich glaube. I think this is good. So, dann schallern wir mal ganz fix hier rüber.
Okay. Der Greenscreen passt noch nicht. Jetzt passt er. Sehr gut. Tina, wir haben, ich habe nicht alles im Kopf, aber ich glaube, die Shirts müssten sein. Ich bin mir nicht sicher, aber alle Sachen sind auf der Webseite mit den quasi Stoffen und Inhaltsstoffen, auch wenn das irgendwie weird klingt, aber quasi aus den, wie nennt man das doch? Sagt man zu einem Produkt, zu einem Kleidungsstück Inhaltsstoffe? Oder Herstellungsmaterialien, sagt man wahrscheinlich eher, ne? Die Materialien. Liste ist aufgelistet. So, aber wo ist jetzt eigentlich mein Odyssey? Hallo? Oh, und mein Member-Counter ist ein bisschen am Arsch, stehe ich gerade. So, den holen wir jetzt mal hier rüber. Hallo? Hä, der erfasst das doch sogar schon. Was ist denn hier los? Deine Mutter ist dein Vater. Jetzt komm schon. Okay, passt auf. Wir machen das anders. Wait a minute. Probieren wir es nochmal. Zack. Okay, ich starte einfach mal neu. Neustart bringt ganz viel bei OBS. Ja, der Quarry kenne ich, also vom Namen her. Das werde ich mir, denke ich, irgendwann mal angucken. Der Chat muss ein bisschen nach oben. Nö. Wie geht's deinen Seemöwen? Ich besitze noch keine Seemöwen. Okay, das klappt irgendwie noch nicht so gut. Dann machen wir es anders. Dann machen wir eine Fensteraufnahme. Und immer im Hauptmenü von Odyssey wird immer die Fresse so rot. Oh, ah! Das sieht doch schon mal besser aus. Das sieht doch schon mal besser aus. Zack. Jawollo. So, und dann bin ich weg. Dann seid ihr auch glücklich. Sehr gut. Okay. So, dann muss ich jetzt den richtigen Spielstand wählen. Wir waren im Polarland, ne? Ja, der ist es. Das ist unser Spielstand. 100 Monde haben wir schon. Über 100 Monde. Tamai, wenn du wüsstest, was die alles hat. 2 Monde brauche ich noch, okay. Ich weiß gar nicht, warum haben wir letztes Mal eigentlich gestoppt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ups. Ah, lol, das... Ach nee, hä? Warte mal, wie kann man da rein über eine Röhre, ne? Kannst du schon was über die Preise sagen von den OE-Sachen? Sind alle auf Instagram, Meister. Also wirklich, ich kann es nur immer wieder sagen, wirklich alles. Alles, was ihr wissen müsst, ist auf Instagram. Alle, jede einzelnen Preise sind heute auch schon gelandet. Sound ist komisch. Hä? Leute, ihr seid doch mittlerweile gewohnt. Lag. Alter, was für Lag? Echt jetzt? Hä? The fuck? I don't get it. Wir bleiben einfach hier, Freunde. Hier ist weihnachtlich. War super robotermäßig. Ja, aber das kennt ihr doch von der Switch 2. Das passiert doch. Das seid ihr doch mittlerweile gewohnt, Chat. Die Switch 2 muss halt immer erstmal so ein bisschen warm laufen. So, stimmt. Wir haben schon alle Sub-Challenges geschafft. Ja, dann hüpfen wir einfach hier rein. Oh Gott, wie war denn das Rennen im Superstar-Mode? Du wolltest ein Weihnachtsmann-Outfit? Nee. Ich finde, ich bin schon sehr weihnachtlich unterwegs. Oh. Ist hier was? Schade. Ach stimmt, hier ist ja der Kollege. Aber warte mal, wir müssen noch die lila Münzen suchen. Wartet mal. Müssen wir jetzt hier ganz genau gucken. Nee, hier sind keine. Okay. Hier sind auch keine?
Was soll das denn? Ach nee, mit dem muss man erst reden, ne? Was hättest du von Deez Nuts? Aha! Ich schreibe eine Nachricht in den Chat und wenn der Streamer sie dann ausspricht, lache ich, weil er Deez Nuts gesagt hat. Aha! I'm a funny viewer! Ist hier irgendwas um die Ecke? Nee, gar nichts. Ich habe Angst, dass ich hier irgendwo lila Münzen verpasse. Na, Bro. Warte mal, kann man den Glitch hier noch machen? Ich glaube, ich spiele auf der 1-0. Verdammt, wo war das hier? Die Schneephysik ist das Weirdeste im gesamten Spiel. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das war hier, oder? Da musste man doch quasi einfach... Nein. Ah. Der Glitch geht auch in der 3.0. Ja, weil Odyssey hat nämlich eine 3.0. Wann war das hier? Nee. Warte mal. War das nicht hier? Ja! Oh, ich war draußen! Okay, watch out. Ich probiere das einmal. Nein! Oh, der ist so befriedigend. Der Glitch. Verdammte Axt. Habe ich die Position verloren? Verdammt! Schon. Nein. Ich will erst einmal. Ja, ich will einmal rauskommen, Justin. Genau, ich will quasi hier. Ja, genau. So, und wie ging das? Musste man da nicht einen Wandsprung an dem Holz machen? Ah, nee, genau. Es. Ja, genau so ging das. Das ist so geil, ich liebe das. Dieser Glitch ist einfach einer der coolsten in ganz Odyssey. Verdammt, nicht rausfallen. Nein, ich falle mal, ich stoße aber noch oben an die Decke, ich muss noch weiter nach außen. Ja, ho! Scheiße. Oh no, das war eigentlich die letzte Stufe. Okay, aber trotzdem befriedigend. War trotzdem nice. Hat trotzdem Spaß gemacht. Verdammte Angst. Oh, bei der Rutsche waren lila Coins. Oh wow, warte mal. Okay, gut, dass ihr es gesehen habt. Warte mal, Abbruch. Oh, you're right. Warte mal. Brauche ich da genau den Glitch, den ich gerade gemacht habe? Muss ich das machen? Oder gibt es einen anderen Weg hoch? Nee, da gibt's das ist... Warte mal... Nee, den Glitch brauchen wir da nicht. Moment, ich habe eine Idee. Als ob ich da nicht durch... Oh, no! Ich glaube, das ist ja... Da kommt man ja quasi... Warte mal. Das ist doch die Rutsche, wenn man von hier kommt. Oh, boah, ich werde angerufen. Red Shadow nochmal. So, Meister, hab jetzt nochmal eine E-Mail an die info@oe-clothing.de geschickt. Habe meine Daten alle mit in die E-Mail geschrieben. Hoffe, es klappt. Ich bin so hyped auf Season 7. Alter, nicht nur du, Meister. Nicht nur du. Vielen, vielen Dank. Nee, warte mal, das ist nicht hier. Das ist der von oben.
Das sind jetzt, glaube ich, noch zu weit oben, ne? Schauen wir mal. Ja, das ist noch weiter oben. Ne, da kann ich keinen Wandsprung machen. Nee, das ist, glaube ich, wenn ich vom Hauptdorf komme, oder? Warum kostet die Kette mehr als 100 Euro? Weil es pures Silber ist, Meister. Also, tatsächlich, die Marge bei der Kette ist äußerst gering, weil wir sie nicht teurer machen wollten, als quasi notwendig. Aber das ist 925er Sterling Silber, falls dir das was sagt. Also, ja, wie gesagt, entweder der Glitch, aber I don't know. Aber da müssen wir uns irgendwie... Aber ich meine, wenn wir aus der Rutsche da rauskommen, sind wir doch stuck in der Animation, in dieser Rutschanimation. Da kann man doch keine Cappy werfen. Ha. Ha, ha, ha. Okay, wir behalten das im Kopf. Aber wir machen jetzt das Rennen. Wir machen jetzt das Rennen. Freshe Mütze. Dankeschön, Kati. Boykottierst du die WM? Ja, ich boykottiere sie. Ich bin ein Ehrenmann. Nein, wie gesagt, also, ich finde es nicht gut. Ich habe nichts von der WM geguckt. Das Thema ist sehr schwierig. Aber ich muss auch ehrlichweise zugeben, also, ich kann mich hier sehr leicht als sehr, sehr korrekter Mensch darstellen. Also, das Ding ist, selbst wenn die WM nicht in Katar wäre, sondern in, keine Ahnung, Frankreich, würde ich sie wahrscheinlich auch nicht gucken. Also, ich kann jetzt halt voll nice sagen, ja, ich bin so ein guter Mensch, schaut mich an, ich boykottiere die WM. Aber ich würde sie halt auch nicht gucken, wenn sie nicht in Katar wäre. So, deswegen, das muss immer noch ehrlicherweise zugesagt werden. Aber trotzdem, was da natürlich abgeht, ist, nicht geil. Und ich habe mich da auch informiert. Und, das hat mich nochmal darin bestärkt, sie nicht zu schauen. Auch die deutschen Spiele nicht zu gucken. Die ich sonst eigentlich immer ganz gerne mit meiner Family geguckt habe. Oh nein, 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 ich habe in den Chat geguckt. Da ist er schon, die Sau. Nein. Nein, ich verkacke. Der Chat. Der Chat. Nein. Die Deutschen sind eh raus. Keine Ahnung, ich krieg davon nichts mit. Danke fürs Cash, Bro. Ja, ihr seid schuld. Jeder einzelne von euch. Als du nach rechts geschaut hast, wusste ich, dass sowas passiert. Okay. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, im Superstar-Mode wurde das Rennen hier auf jeden Fall schwerer gemacht. Beziehungsweise, ich glaube, einfach nur der erste wurde schneller gemacht. Ja, oh, der war strong. Der war ganz strong. Oh mein Gott. Alter. Der macht echt keine Gefangenen, dieser erst. Oha! Okay, das ist ultra schwer geworden. Oh, ich habe die Inputs verkackt. Okay. Nein, da ist er schon wieder. Okay. Boah. Oha, der war instant hinter mir. Habt ihr es gesehen? Wie schnell die sind. Holy shit, Alter. Ich habe gerade ein Déjà-vu. In Hide and Seek waren wir auch schuld. Da wart ihr offensichtlich schuld. In Hide and Seek wart ihr offensichtlich schuld. Boah. Spezi. Let's go. Egal was, wir sind immer schuld. Richtig, Flo. Du hast es absolut korrekt erkannt.
Man antwortet ja immer so im Durchschnitt. Keine Ahnung. Das hängt, also das Postfach überwacht meistens Hike. Aber ich denke, jetzt gerade in der Release-Woche wird er viel reingucken. Aber ich kann jetzt keinen Zeitraum, keinen festen sagen. Und jetzt der schwere Run. Sollen wir direkt nochmal? Sollen wir direkt noch Teil 2 machen? Aber hier ist immer zu, ne? Hier ist auch jetzt noch zu, ja. Ja. Kann das zweite Rennen nicht erst mit dem Mondblock? Oh, das kann auch sein. Aber ich will jetzt nochmal diese lila Münzen mir angucken. Ob da jetzt wirklich dieser Glitch von uns verlangt ist. Ich meine, auf der einen Seite ist es der Superstar-Mode. Da würde ich das definitiv zutrauen. Dass sie das verlangen. Auf der anderen Seite werden selten so wirklich krasse Glitches im Superstar-Mode verwendet. Also, der Superstar-Mode ist meistens eigentlich dann doch so, dass du es mit, in Anführungszeichen, normalem Movement auch schaffst. Aber ab jetzt bin ich stuck in der Animation. Ne, und ich kann nichts tun, ich kann nichts drücken, ich kann nichts machen, ich kann auch jetzt campen. Nee, ich kann da nichts tun. Ich glaube, ich muss da glitchen. Außer ihr kriegt da irgendwie eine Möglichkeit, oder ihr kennt eine Möglichkeit, wie man da sozusagen, also wie man nach der Rutsche noch irgendwie Cappy werfen kann oder so. Ups. Du musst den Glitch nicht außerhalb der Kugel machen, kannst innerhalb der Kugel dasselbe machen. Ah! Ach so! Ich kapiere. Also ich kann quasi auch einfach jetzt hier stehen bleiben. Und kann mich jetzt quasi hier nach oben ak... Okay, passt mal auf. Okay, das probieren wir gleich mal. Ich probiere jetzt nochmal so. Wenn du schaffst, 10 Euro. Alles gut, Meister. Und im Superstar-Mode muss man das machen. Das ist... No! Oh, Mann! Oh, aber ich bin hier. Warte mal. Kann ich das von hier auch machen? Geht das? Oh, nee. Da ist keine unsichtbare Wand. Aber ich warte mal. Es ist so schwer zu erklären. Du kannst auf den Bogen und von da auf die Bretter an die Scheiben. Okay, pass auf. Okay, wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. Wir schaffen das gemeinsam. Ach nein, ist der Racer jetzt weg? Nee. Okay, alles gut. Okay, pass auf. Dann muss ich nochmal kurz hier hoch. Mann, ich bounce immer weg. Nee. Mann! Okay, dann nehme ich doch die Röhre. Ey, aber allein dafür liebe ich den Superstar-Mode. Auf was für Ebenen du quasi dieses Spiel kennenlernst. Das ist so krass und was du alles wissen und lernen musst, um hier gewisse Dinge zu schaffen. Und was man dafür auch einfach für ein tiefes Verständnis für das Game bekommt, das ist der Wahnsinn. Okay, meint, ich kann da drüben auf die Holzbalken, auf die hier? Okay, wir schauen mal. Nee, okay, hier nicht. Hier noch nicht. Bei der Scheibe.
Okay, alles klar. Passt auf, dann mache ich einen Dreisprung. Hau rein, Cyflix. Schlaf gut, Mann. Und ich hoffe, du kommst gut aus dem Bett. Oh nein! Ich war irgendwie genau so an der Kette. Nicht an der Kette, an der Kante dran, dass Mario keinen Wandsprung machen konnte. Ah, verdammt. Nee, da kommt man noch nicht. Da komme ich noch nicht so weit, wie ich will. Passt auf. Da müssen wir jetzt erst. Stimmt, ich kann hier einen Safe State machen. Warte, gehen meine Safe States? Ja. Aha! Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch auf die nächste Ebene hochkommen, oder? Okay, Moment. Ja, aber warte mal. Was genau bringt mir das? Oh, no! Zack. Oder wo muss ich dann hin? Ich meine, hier hin kommen wir ja schon mal. Warte mal. Ich gehe hier hin, weil dann kann ich mich da einen Wandsprung machen. Ja. Ah, und jetzt kann ich wahrscheinlich dahin, oder? Oh mein... Oh, verdammt. Okay, warte. Was? Du musst links auf die inneren Balken oben. Nee, was? Hau rein, ja moin. Duck dich am besten, wenn du ganz oben bist. Naja, ich bin ja, also... Ich meine, höher kann ich nicht mehr. Jetzt probiere ich noch quasi nochmal da zu landen. Oh mein Gott. No! Okay, da muss ich jetzt... Bei dem Balken muss ich dann aufpassen. Ciao, Lina. Okay. Nein. Warum droppe ich da immer? So, man muss eigentlich immer so ganz knapp nur gegen die Wand laufen. Und so, jetzt bei den Balken müssen wir dann aufpassen. Ja. Alter, wie crazy! Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Holy shit. Coole Mütze. Dankeschön, Basti. Damn. Krass, Alter. Gibt's das zweite Rennen jetzt schon oder noch nicht? Ne, er hat ein blaues Ausrufezeichen. Endlich seine Rennform wieder alles beim Alten. Unsere Rennen sind immer ganz großes Kino. Ist ein Mond. Okay, ich glaube, es gibt das zweite Rennen schon, oder? Und ich glaube, über das Mondrennen kommt dann noch dieses geheime Rennen dazu. Was da irgendwo in so einer Tür außerhalb der Stadt ist. Okay, Freunde. Dann schauen wir mal. Digga, zock mal was anderes als Nintendo. Bist du Zweitklässler? Ja, Bro. Falls du es nicht wusstest, es stimmt sogar ziemlich genau. Weil wir sind im Chat alle 10 Jahre alt, circa. Also das Durchschnittsalter mit mir zusammen ist circa 10. Und das heißt, Call of Duty und sowas darf ich noch nicht spielen. Deswegen zocke ich halt nur Nintendo. Sorry, Digga. Kannst du mir vielleicht ein Bierchen kaufen? Ich darf noch nicht. Die fragen immer nach Ausweis. No! Oh.
Oh boy. Okay, das wird jetzt auf jeden Fall nichts. Aber ich habe jetzt auch gerade mich rechtfertigen müssen, warum ich Nintendo spiele. Ja, das war jetzt nicht so erfolgreich. Jetzt habe ich ein Verlangen, eine Flasche Bier an Hübis Packstation zu schicken. Aber wenn, dann gut verpacken. Okay. Lass uns hier nochmal probieren. Und jetzt ohne in den Chat zu gehen. Welches Bier trifft denn deinen Geschmack? Kein dunkles. Einfach ein helles. Ich meine, du wohnst in Ding. Du wohnst, nicht in Bayern, ne? Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du doch... Bist du nicht Hessen? Bin mir jetzt gar nicht sicher, Caro. Ich will jetzt nichts leaken. Alter, ist dieses Rennen schwer. Okay. Also wir sehen den ersten noch. Okay, ich bin immer noch auf Platz 2. Wenn wir jetzt eine bombenmäßige letzte Runde hinlegen. Alter, der Typ da vorne eskaliert ja mal komplett. Alter. Ich meine, immerhin Dritter. Lade die gerne auf ein Bier ein. Nee, ich glaube, wenn ich alle Biereinladungen annehmen würde, die ich hier bekomme, dann würde es mich, glaube ich, bald nicht mehr geben. Alter, aber das ist ganz schön schwer. Red mit mir! Das Rennen ist richtig schwer, ich merk's. Endlich struggelt da mal jemand. Aber es ist ja Superstar Mode, Larry. Oder hast du auch Superstar Mode gezockt? Kannst du dir da einen Checkpoint setzen? Das werde ich nicht machen. Hallo, Stefan! Stefan ist schon wieder am Gifted Memberschaften gönnen. Ich dreh hohl. Ich lach dich gerne mal auf den Bier. Boah! Okay, ich glaube, das war's wieder mit dem Rennen. Kann ich das neu starten? Ah, ich kann es neu starten. Okay, sehr geil. Sehr geil. Ey, aber vielen Dank. Und Leidi auch noch am Start und Flur auch noch. Wenn ich dich anschaue, bin ich gegen Meinungsfreiheit. Du willst nicht zahlen und dann frisst du meine Stoßstange. Dann komm ich immer montagabends wie die Schrob. Darf ich dich fragen, woher du diese Skates hast? Kunde im Internet nichts dazu finden und soweit ich weiß, gibt es bei der Switch 2 keine. Leidi, das sind keine originalen Safe States. Das ist eine Mario Odyssey Practice Mod. Wo man halt Impossible Jumps und Speedrun-Tricks und sowas üben kann. Man kann da nur quasi Koordinaten von Mario speichern und sich quasi wieder an diese zurücksetzen lassen. Das sind keine richtigen Safe States. Alter, ist das schwer. Bei diesen hohen Kurven hüpfen die immer da sehr hoch rein. Alter, schaut euch mal an, wie weit vorne der ist. Ich meine, hier braucht man, glaube ich, genug Tempo, genau, dass man da über diese Kurve hüpfen kann. Und da darf man halt nicht davor aufkommen, ja? Alter. Junge, Junge, Junge. Aber ich weiß, woran es liegt. Erst noch, Flo, nee, ich hatte schon, ne? Und Simon, vielen, vielen Dank. Nee, Stefan, danke dir für den Gifted-Zap an Simon. So ist es richtig. Ich will mal nicht in der ersten Runde schon den Anschluss verlieren. Wie defekte Fernseher. Nein! Oh, die Kurve war räudig. Alter! Ich werde einfach von allen überholt. Aber das ist mein bester Versuch bisher.
Genau, hier tief rein. Nein! Okay, nein! Alter! Ja, Sport-W kommt jetzt gleich. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass Sport-W hier geisteskrank abgeht. Junge, ist das krass. Junge, ist das krass. Überlass die Reime, David. Du meinst Vergleiche statt Reime, Meister. So, okay. Wir schauen mal. Der erste ist irgendwie ins Ausgejietet. Nein! Alter, ist das unfair, dieses Rennen. Bester Versuch. Wir wären Zweiter geworden. Mein bester Versuch. Sport W hat definitiv geholfen. Kannst du mir zum Zurücksetzen eigentlich das Rennen mogeln? So, ich teste mal. Aber also, ich werde es nicht machen, aber wir testen jetzt mal. Mit Sicherheit hat das Rennen irgendwelche Checkpoints. Passt auf. Ich habe jetzt einen Checkpoint am Start gesetzt. Ich düse jetzt eine halbe Bahn. Und wenn ich mich jetzt nach vorne teleportiere? Nein. Okay. geht nicht. LazyTown Musik rockt alles. Aber die starten allein schon schneller. Die kommen allein schon schneller vom Start weggefühlt. Schau dich an, wo der Erste ist! Ich hau hier wirklich geisteskranke Rundenzeiten raus. Oh mein Gott, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich auf Platz 1 bin. Der überholt einfach! Oh mein Gott! Holy shit! Alter, war das schwer. Oh mein Gott, war das schwer. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Uff, ey. Okay. Wir verlassen das Polarland, Freunde. Das bin einfach ich, wenn Döner gratis ist. Ey. Unfassbar. Ich weiß nicht, was mit Sport W gewesen wäre. I don't know. Danke für die GGs, Leute. Grüß dich, Stefan. Schön, dass du da bist. Können wir bitte den Spieß mal umdrehen, dass du jedem von uns 10 Euro spendest? Nee.
Wie viele Monde gibt es im Superstar-Modus? Keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt weniger als im Originalen. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, dass wirklich einige Leute, einige Monde tatsächlich rausgenommen wurden. Also viele Monde sind ja nicht da, wo man sie sonst erwartet. Und deswegen müssen wir mal schauen. Ich kann's euch tatsächlich nicht sagen, wie viele Monde der Superstar-Mode hat. Ja, der Tentakel-Boss wird unfassbar eklig. Aber, wie ich sehe, wurde das Küstenland noch nicht umgebaut. Das heißt, theoretisch könnt ihr einfach die Speedrun-Route nehmen. Alter, was ist denn jetzt gerade los? Oh, was ist denn hier los? Okay. Meine Mods müssen auf einmal voll viel timeouten. Wo kommen denn auf einmal die ganzen Vögel her? Ist irgendwo in diesen Kisten was drin? Ich mach das mal alle kaputt. Ich meine, normalerweise ist hier der Mond. Obviously nicht. Ah ja, hier. Ja, hier. Es ist Sonntag, da ist es immer schwierig. Aber ich meine, jetzt gerade so in den letzten 5 Minuten waren auf einmal so viele Timeouts auf einmal. Der Hater-Discord raided. Hey Leute, Angriff. Zugriff. Verdammt, die können timeouten. Oh, was geht nie ab? Ach so, die wollen ja einen dazu zwingen, dass man also quasi nicht so ein Bubble-Ding nimmt. Aber das nehme ich ja sowieso nicht. Tentakel-Boss ist mein Hassgegner. Ich muss auch sagen, also auch im Originalspiel war es, fand ich, mit Abstand der schwächste Boss. Weil der war einfach nur langweilig. Also es ist irgendwie... Oder jemand, der immer wieder... Nee, aber ich glaube nicht, dass es jemand ist, der immer wieder gleiche Accounts erstellt, weil das waren jetzt sehr viele Timeouts in kurzer Zeit. Ich glaube, so schnell kann man sich nicht neue Accounts erstellen. Oh Gott, das Volleyball. Oh Gott, das Volleyball. Wir spielen die Sub-Area. Ja, Kunibert von Krack, der kleine Halunke. Schlaf gut, Kati. Ja, die Blumenmaschine ist auch lame, da gebe ich dir auch recht. Aber ich glaube, ich finde Kunibert trotzdem noch nerviger. Ah, das war so ein Speedrun, ne? Geht es auf Zeit? Ja, okay. Will ich es gleich Speedrun? Oder, ich glaube, ich schaue mir die Stage erstmal an. Ich schaue es mir erstmal an. Um wie viel Uhr starte ich? AD, das ist in einem Monat. Ich weiß noch nicht, um wie viel Uhr ich starten werde. Aber ich danke dir für die 2 Euro. Ich glaube, es geht vor allem darum, Leben durchzukommen, ne? Ach du Kacke. Ja, es geht vor allem ums Überleben. Ich meine, das kann mir eigentlich ziemlich egal sein hier, oder? Hier kann ich einfach runterstampfattacken, ja. Hä, ist hier die Truhe gar nicht? Doch, die ist hier. Nicht sterben. Wie verschenken wir Mitgliedschaften? Marlo, danke dir nochmal für die 42. Ey, du bist hier böse am Reindonaten. Holy shit, ey. Vielen, vielen Dank. Du musst selber dafür Mitglied sein. Und dann musst du, glaube ich, am PC... Wow. Und dann musst du, glaube ich, am PC sein. Ich glaube, es geht nur am PC. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Schon Bock auf Darker Side? Ich weiß gar nicht mehr, wie die im Superstar-Mode war, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Aber das Ganze dann ohne Cappy zu machen, das kann spannend werden. Nur am PC, okay. Ich denke, das wird mit Sicherheit irgendwann nochmal ausgeweitet, aber aktuell noch nicht. Okay. So, warte mal, ich pop mich wieder an den Anfang. Dann können wir nämlich die... Wobei, ich habe nur 2 Herzen. Naja, fuck it.
Wir probieren trotzdem. Leben nicht vergleichbar mit meinem Highlight. Wenn wir probieren trotzdem. Scheiße. Jetzt ist quasi no damage. Wie verschenkt man Mitgliedschaft? Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo der. Ich weiß nicht, wo Boden ist. Scheiße. Okay. Hast du Kapitel 4 in Fortnite gesehen? Nein. Das schlechteste Land in Odyssey für mich. Zählen Deep Roots, auch wenn sie kein eigenes Land sind? Aber ich finde die Deep Roots einfach scheiße. Also ich finde die jetzt nicht irgendwie so, denke mir so, wow, es ist so kreativ, sondern ich denke mir einfach, Alter, es ist der Überschmutz. So, ich finde es einfach kacke. Enderu, was geht? Danke für 25. Schon ein komplettes Land. Ich meine, Forstland ist, hat seinen coolen Drachen, aber halt natürlich nichts zu bieten, ne? Das ist halt so ein bisschen offensichtlich. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nicht der größte Fan vom Bowserland. Also ich mag es irgendwie nicht, dass es halt alles so einzelne kleine Inseln sind und so. Es fühlt sich irgendwie nicht so wie eine große Welt an, die man erkunden kann. Ich bin tatsächlich nicht so ein großer Freund vom Bowserland, muss ich ehrlicherweise zugeben. Okay, jetzt begeben wir uns in unbekanntes Gebiet, Freunde. Nein! Oh, jetzt habe ich den Ton verkackt. Oha! Oha! Und von den Monden her... Ey, let's go! Es läuft ja aber heute. Das war Avengers Into Sport W. Ja, von den Monden her. Wie gesagt, das Ruinenland will ich da irgendwie nicht zählen. Also ich meine, das Ruinenland ist halt... Mein Gott, es ist kein wirkliches Land so. Ich glaube, von den Monden her, die man machen muss, würde ich, glaube ich, tatsächlich sogar Küstenland sagen. Also ich mag dieses permanente Unterwasser nicht so ganz. Das Volleyball finde ich ganz gruselig. Und ich finde den Kunibert von Krak auch nicht so bombe. Ich glaube, von den Monden her Küstenland. Optisch und vom Vibe her ist das Küstenland geil. Aber von den Monden her fühle ich es, glaube ich, nicht so. Oh boy, was ist das? Wie war das? Oh boy. Habt ihr schon den Stream geliked? Dann macht das ihr Kühlschrankrand ablenkenden Fischstäbchen Schwingerkack weh. Danke, Hübis YouTube Analytics, für deinen Anruf. Ey, vielen Dank für die Donation, das ist sehr lieb. Alter, meine Analytics rufen einfach an, imagine. Schlemmerland finde ich geil. Schlemmerland finde ich ist eines der besten Länder im Spiel. So. Lila Münzen mitnehmen, Freunde, ganz wichtig. Wobei, ich glaube, die wurden hier gar nicht umplatziert, habe ich das Gefühl. Bist du ein Illuminat? Nein. Oder ist das neu? Nee, ne? Das ist alles unverändert. Aber jetzt schauen wir trotzdem mal nach, was hier ist. Da kann man auf den Turm hochschwimmen. Du prangst meine Kindheit. Ich glaube, du meinst prägst, oder? Aber das freut mich. Also ich hoffe, das ist was Positives. Ah, lol! Oh mein Gott, die haben den Jeep hier weggenommen. Bruder! Das ist ja mein Next Level Shit. Okay, ich muss trotzdem nachgucken, was hier ist, auch wenn ich danach trinke. Aha! Oh mein Gott, das füllt meine Ding auf. Das füllt meine. Bist du ein Illuminati? Ich meine Leben auf. Ich brauche die lila Coins. Bin leider nicht am PC. Oh shit, Freunde. Ich glaube, ich nippe ab. Ich weiß grob, wo der geheime Mond hier ist. Aber ich glaube, jetzt ist Feierabend für den Hubschrauber. No! Warte, der Mond ist hier. Nein, da! Yes! War der Mond nicht hier? Nee, hier sind lila Coins. Verdammt. Okay, aber warte mal. Auch wenn ich jetzt ertrinke. Trinke.
Ich muss aber sagen, das Küstenland auch nicht das Land ist, auf welches ich mich in einem 100% Rand am meisten freue, neben dem Forstland. Ja, Forstland oben finde ich geil. Forstland Deep Roots? Ganz schwierig. Hä, war der geheime Mond nicht da irgendwie oben in so einer Decke drin? Am Anfang links? Okay. Aber ey, immerhin sind wir durchgekommen. Und das Gute ist, ich glaube, da oben ist ein Checkpoint. Ja, wir gehen gleich nochmal rein. Kannst du jetzt ganz laut Rilch schreien? Nö. Nein, der Dino in den Deep Woods ist das schlimmste Bowser. Der ist das allerschlimmste. Weil dieses, dass er gegen einen Baumstamm läuft, einfach sowas von bekackt programmiert ist. Krass, dass Cappy für dich einfach atmen kann, indem er die Luftblase für dich berührt. Ja, Victor. Da siehst du mal, ne? Oh, du Bastard. Oh, rein, Weberwolf. So, dann hüpfen wir da direkt nochmal rein und holen die letzten Dealer-Coins noch. Marie! Einen wunderschönen guten Tag. Vielen lieben Dank für die Mitgliedschaft. Wie schwer findest du World Cancel Vectoring? Ich habe mich damit nicht groß auseinandergesetzt, muss ich sagen. Auch bei den Impossible Jumps habe ich da Roll Cancel sehr, sehr selten bis gar nicht verwendet. Dementsprechend kann ich nicht bewerten, weil ich nicht viel trainiert habe. So. Dann schauen wir mal, Freunde. Wo sich hier der geheime Mond befindet. Ich meine, hier oben waren die lila Coins, oder? Nein, hier schon. Oh, lol, hier ist er ja schon. Wow. Okay. Voll entspannt. Easy. Kurs Part 2, da du ersten verpasst hast. XD. Oh nein, what? Ich hab den ersten Kuss verpasst. Das tut mir furchtbar leid, Meister. Vor allem, es wurde von Hübi gespendet. Küsse ich mich dann selber? Ciao, Lea. Ey, das ist voll verrückt, ne? Na, also ich streame auch heute einen Tick früher als sonst. Und wie viele Leute um 19 und 20 Uhr schon ins Bett gehen, das ist voll... Das ist so richtig so crazy für mich. Freust du dich auf BOTW 2? Nee, übelstes Drecksgame. Natürlich. War da unten irgendwas? Nee. Warum läuft hier eigentlich so wenig Mucke? Warum läuft hier nicht die geile Küstenlandmucke? Das ist eines der wenigen guten Sachen. Ja, ich bin krank. Ah, okay. Hast du denn mit Justin rumgemacht? Ich hab doch gesagt, der hat Corona. Aber nein, kannst mal deine Finger wieder nicht bei dir lassen. Hat der eigentlich im kompletten Land... Nee, der hat nicht im kompletten Land die Cheap-Cheap Sack genommen. Ich wollte doch gerade sagen. Das Mucke-Problem von Odyssey, ja. Wisst ihr, ich meine, die beste Variante wäre, aber das wäre ja ein bisschen lächerlich für Nintendo, wenn man einfach Optionen macht, ne, für die Leute, die sagen, ich mag nicht so viel Hintergrundmusik, dass man dann die Musik einfach ausmacht. Oh, jetzt habe ich nicht auf die Antwort geguckt. Ne, so könnte man für die Leute, die Musik wollen, Musik laufen lassen und für Leute, die Musik nicht wollen, die können sie ausschalten. Aber wir haben noch nie haben wir in Nintendo Games irgendwelche Formen von Optionen bekommen. Ihr müsst euch einfach nur mal die Optionen von zum Beispiel einem God of War angucken. Also ungelogen, ich glaube, God of War hat mehr Optionen als 50 Nintendo-Spiele zusammen. Allein die Barrierefreiheitsoptionen von God of War sind gefühlt 5 PDFs. Pokémon seit 8. Generation erst Musikeinstellungen. Ja, aber ist es nicht so, dass in der 9. Generation noch weniger Einstellungen sind als zuvor? Korrektor hat aus Reflex Hübe geschrieben XD. Ja, ja, Julian. Ja, ja.
Nein, Marlo, habe ich doch nicht, oder? Habe ich die 640? Scheiße, jetzt habe ich mal wieder nicht das gesehen. Habe ich die 640 nicht vorgelesen? Ich habe sie aber wahrgenommen. Meister, Entschuldigung. Boy. I'm sorry. Lieber Hübi, Sie haben meine Donation übersehen. Vielen Dank für beide. Ja, stimmt. Sparks of Hope hat all die Stimmen-Mucki-Schwierigkeitseinstellungen. Ja, weil es aber von Ubisoft ist. Und nur Nintendo... Ach, du Scheiße! Und eine Nintendo-IP nutzt. So, oh, da ist eine Nut. Okay, ach, wie kann man die unter Wasser aufheben? Kann man die einfach nehmen? Ja. Okay. Dann transportieren wir mal ganz kurz, Freunde. Du kannst einfach ins Musikmenü, aber ich... Ja. Ja, eigentlich... Warte mal. Geht das? Oh, nein, 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 nein. Heb die hoch. Ja. Geht das auch schon vor Durchspielen? Bevor man das Spiel durchgezockt hat? Nee. Oder? Das geht, glaube ich, erst, wenn man das Spiel durchgezockt hat, kann das sein? Ja. So viel dazu. Alter, was geht denn jetzt? Ist das schon wieder so eine Ding? Ach nee, das ist bestimmt der... Ach, das ist der Dude, der hier schießt. Ich glaube aber, es läuft keine Mucke, weil ich gerade diesen Boss so getriggert habe. Und da läuft aber nur so dümm, dümm, dümm. So irgendwie so. Ich glaube, weil ich gerade in dieser quasi Boss-Vorbereitungsphase bin. Deswegen kriege ich gerade keine Mucke spendiert. Im Küstenland merkt man den Superstar-Mod nicht wirklich. Doch schon. Da oben in der Rakete war eine ziemlich schwere Challenge. Auch diese Tauch-Challenge bei den Moränen fand ich jetzt nicht so einfach. Also ich finde, es ist auf jeden Fall was da. Klar, nicht so viel wie jetzt vielleicht in anderen Ländern, aber ich finde es schon bemerkbar. Gibt es hier eigentlich die Blubberviecher? Ich habe nämlich noch gar keins davon gesehen. Nee, irgendwie nicht, ne? Wurden die komplett rausgenommen oder gibt es vielleicht nur so eins im gesamten Königreich? Das muss man finden. Musik ist wieder da, ja, aber sie klingt irgendwie sehr blechern, ne? Was war an der Rakete? Die Challenge mit, wo man Cappy abgeben musste und dann sich durch den Nebel ein paar Timer durchboxen musste, das. Aua! Habt ihr mein Spiel gesehen? Wie 2015 Hübi sagen würde. What the fuck? Einfach so, putz aus. Aber weniger Abstürze als Karmesin und Purpur. Das ist ja echt krass. Karmesin und Purpur muss ja wirklich regelmäßig abstürzen. Super Mario Odyssey! Ja, das ist... Oh je. Ich glaube, der Katalog stürzt ab. Okay. Ist der Samen noch gepflanzt? Ja, okay, ich glaube schon, weil man sieht nämlich nur einen Topf von hier. Das ist dann wahrscheinlich der, wo der Samen drin ist. Aber ja, genau, hier sind noch lila Coins. Alter, Colin! Was geht? Du verrückt, Alter. Colin, das ist das einzige Geld, was du heute hier ausgibst, okay? Kannst du mir das bitte versprechen?
Bruno, und der Katalog war einfach legendary. Ja, okay. Also, es wurde eigentlich alles gespeichert. Okay, alles klar. Ich nehme dich beim Wortmeister. Ich hatte noch nie einen Bug in Gen 9. Okay, das, also ich wage das jetzt einfach mal gekonnt anzuzweifeln, aber ich vertraue auf deinen Erfahrungsbericht. Spielst du die neue Season Fortnite? I don't know. Also, ich meine, die Fortnite-Phase, die ich im April, Mai so hatte, die war ganz funny. Ich kann auch nicht ausschließen, dass sie irgendwann vielleicht nächstes Jahr wieder kommt, mal für ein paar Wochen. Aber ich werde jetzt nie ein aktiver Fortnite-Spieler oder so. Ist hier irgendwas drin? Vielleicht im Superstar-Mode? Vielleicht haben sie da irgendwie... Nee, sieht nicht so aus, ne? Nee, okay. Ich spiele Dreamlight Valley, bin also Bugs gewohnt. Dreamlight Valley war aber... War, beziehungsweise ist doch immer noch recht beliebt, oder? Yo! Alter, der Mann mit einem sehr interessanten Profilbild... Lieber Jan, hau dir einfach eiskalten King-Support raus. Ja, mein OP-Versteck ist ganz in der Nähe. Vor allem, wie gesagt, ich glaube... Oder warte mal, kann man hier ein paar Wandsprünge hochkommen? Geht das? Nee. Nee, ich glaube, das geht wirklich nur von Captain Toad da oben, ne? Ja, war schon strong, so. Meister, Abfahrt. Und zwar ganz schnell. Vielen Dank. Da kommt man, glaube ich... Ich glaube, man kommt da nicht hoch, oder? Nee. Okay, alles klar. Habe ich den Knopf jetzt eigentlich aktiviert? Okay, ich habe ja den Ding. Ich habe ja den Checkpoint. Feierst du mit deiner Familie Weihnachten? Ja. Weihnachten ist, oh, das ist der falsche Checkpoint. Weihnachten ist mit Abstand meine Lieblingszeit im gesamten Jahr. Eben, wegen Familie. Gibt's beim Community HIT Trostpreise? Nein, ich denke nicht. Das Turnier soll jetzt auch nicht... Natürlich ist es ein Turnier und man will gewinnen. Aber das Turnier soll vor allem einfach Spaß fördern und gute Laune fördern. Und einfach coolen Community-Teams einfach eine, in Anführungszeichen, professionelle E-Sport-Bühne bieten. Ich hoffe, dass einfach die komplette Organisation des Turniers und alles drum und dran hoffentlich schon in Anführungszeichen Lohn genug ist. Weil ich meine, ich glaube, man hat nicht so häufig die Möglichkeit als Amateur-Team auf so einer, in Anführungszeichen, großen Bühne zu spielen. Alter, wie viele lila Münzen hier einfach so random verteilt sind, ne? Ah! Hier sind die Teile. Okay. Warte mal, ich kann lila Münzen mit den Wasserschüssen einsammeln. Was zur Hölle? Auch, dass die Lava auf Wasser ist, auch so sinnfrei. Ohne lustige Hüte gibt es keine Professionalität. Keine Sorge, Meister. Die lustigen Hüte sind schon wieder am Start. Bei den HIT ist immer so geil. Den ganzen Tag läuft das Projekt und die ganze Zeit ist immer so viel Spannung. Ja, ich freue mich auch mega drauf. Das wird, glaube ich, wieder so cool. Ich habe richtig Vorfreude. Aufs Community-Turnier, weil es einfach immer so mega funny ist. Und aufs Hauptturnier auch, weil da ist halt einfach immer geisteskrankes Gameplay. Und ich muss sagen, mit Watson zu kommentieren, macht unglaublichen Spaß. Da freue ich mich wieder sehr drauf, den ganzen Tag mit Watson im Call zu schimmeln. Warte mal, haben wir es jetzt eigentlich schon? Warte mal, das habe ich aktiviert. Das habe ich aktiviert, da unten. Ah, nee, die Random-Säule, die einfach mitten im Wasser ist, die habe ich noch nicht. Moment. Basti! Ich danke dir von ganzem Herzen, Meister. Schön, dass du da bist. Oh! Der gönnerhafte Superstar-Mode. So, sehr schön. Aber mal da hoch müssen wir. Aber da brauche ich jetzt so ein Blubbervieh. Und die gibt es aus irgendwelchen Gründen nur hier hinten. Watson ist wieder dabei, ja. Ich habe ihn, als ich das Turnier geplant habe, das müsste Mitte Oktober gewesen sein, habe ich ihn gefragt. Da hat er mir schon mal zugesagt. Ich muss ihn jetzt nochmal kurz nachfragen, ob er sich den Termin für Sonntag auch im Kalender eingetragen hat, aber Watson sollte eigentlich schon dabei sein, ja.
Zumindest hat er mir damals ein Okay gegeben. Sonst werfen die halt das UI Media. Nein, Spaß. Oh, Bruder. Wieso habe ich keine Mitgliedschaft mehr? Das weiß ich nicht. Also wenn du sie selber gezahlt hast, ist wahrscheinlich der Monat abgelaufen. Und wenn du eine geschenkt bekommen hast, dann ist wahrscheinlich auch der Monat abgelaufen. MJ, was geht? Der Swiss Money Hustler. Mit 5 Swiss Money, dankeschön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Schaut jetzt in die Schweiz an der Stelle. Mir fehlen die Zeiten, wo man sich mit dem Gleitdrachen in jede Ecke reinglitschen konnte. Oh, allgemein die Zeit als Super Mario. Nein, ich verfall jetzt nicht wieder in Nostalgie und rede drüber, wie geil es war. Ja, komm. Ich verfall jetzt nicht wieder in die Zeit, wo ich drüber rede, wie geil die Release-Zeit von Odyssey war. Sie war so geil, Freunde. Wie jeden Tag neue Glitches entdeckt wurden und man die ausprobiert hat und mit durch die Glitches dann wieder neue Dinge und Clips und alles entdeckt wurden und ah! 2018 war einfach das perfekte Gaming-Jahr. BOTW war noch bei langem nicht vollständig erkundet, beziehungsweise es ging eigentlich erst so richtig los. Odyssey war einfach auch noch ganz am Anfang seiner Entwicklungszeit. Ah, ich sag's euch, wie es ist. Gute Zeit, Mann, gute Zeit. Sunshine oder Galaxy? Atmosphäre, Galaxy? Nee, eigentlich Sunshine. Eigentlich Sunshine, wenn ich ehrlich bin. Oh, nee. Ich hasse diesen Boss so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Es ist so ein Drecksboss. Nee, Sunshine hat besseres Movement. Und der Gesamtvibe ist halt geil, weil halt alles auf einer Insel spielt. Galaxy hat den besseren Soundtrack und halt Abwechslung, so Levelabwechslung. Aber ich glaube, ich würde Sunshine sagen. Und ich weiß, dass ich damit sehr alleine dastehe. Weil Sunshine wird irgendwie gefühlt in der Nintendo-Community gehasst. Und Galaxy wird geheiligt. Und wenn du irgendwas gegen Galaxy sagst, dann bist du ein Arsch. Sorry, Muskel ist einfach tot. Colin, du hast mir versprochen, dass du kein Geld mehr ausgibst. Dieser Boss ist so ein Trash. Ich kann mich nicht dran erinnern, du kannst zurückspulen, Meister. Dann kannst du sie sogar selber anhören. Oh Gott, Alter. Eigentlich, dieser Boss ist einfach nur Müll. Vor allem dann im Rematch erinnere ich mich noch dran. Da war ja so ein Trash. Und es ist halt das beste Movement in einem Game. Ja, bin ich bei dir. Unterschreibe ich. Odyssey hat das flüssigste Gameplay, was ich jemals in einem Videospiel kenne. Herr Kunibert von Krack, der Sohn, ist so. Das ist so romantisch, Freunde. Ja, ich weiß, man kann auf Stampf attacken. I know. Aber da muss man sich immer so ein neues Vieh suchen und da habe ich immer auch keinen Bock drauf. Ja, den Musikpunkt werde ich immer Galaxy geben. Und wie gesagt, ne, also, wenn wir 3D-Marios vergleichen wir meiner subjektiven Meinung nach die Creme de la Creme der Videospiele, ne? Also nur weil ich Sunshine über Galaxy ranke, heißt es nicht, dass Galaxy ganz, ganz, ganz viele andere Games einfach nur zerstört. Dieser Mond da oben, voll geil. So, okay, dann machen wir weiter. Oh nein, ey. Ich habe jetzt schon drüber nach... Weiß eigentlich, hat irgendjemand... haben wir so einen Superstar-Mode-Crack hier im Chat? Der sich so richtig krass mit dem Superstar-Mode auskennt? Wurde irgendwas an diesem Roboter im Bowserland geändert? Irgendwas? Please? Nein. Den werde ich skippen. Das habe ich am Anfang vom Projekt schon gesagt. Den werde ich skippen. Das tue ich mir nicht. Ich werde es nicht tun. Doch, wurde es? Okay, wir sehen es ja dann.
Aber wenn sie das noch drin gelassen haben, das zeigt mir, dass sie keine Ahnung vom Gameplay haben. Gar keine. Die größte Schwäche neben dem zurückgeschraubten Movement ist meiner Meinung nach das extremst strukturlose Leveldesign. So viele Missionen sind einfach irgendwelche Planeten aneinandergereiht. Ja, aber die Planeten haben ja meistens alle eine eigene Challenge zu erfüllen. Also das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja wie so ganz, ganz viele kleine also, wie beschreibt man das am besten? Das sind ja wie so viele kleine Minispiele oder kleine Challenges hintereinander, die dann halt quasi am Ende mit einem Stern belohnt werden. Aber es fühlt sich halt nicht so an, als ob man einen Stern entdecken würde. Das ist, glaube ich, so. Es ist halt sehr linear aufgebaut. Es ist halt so die Vorstufe von 3D-Land und 3D-World. Es ist so 3D-Land und 3D-World, aber mit offeneren Welten. Also mit offeneren Welten in ihrem linearen Design. Aber im Kern unterscheiden sich 3D-World und Galaxy nicht sehr. Aua. Wie findest du den Boss hier? Den finde ich ganz cool. Auch den Bird finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Der ist eigentlich sehr cool umgesetzt. Alter, MJ haut nochmal 5 Swiss Money raus. Was ist los hier? 3D World oder Galaxy? Da bin ich bei Galaxy. Bei dem Bird habe ich oft dieses 3D-Problem, dass ich nicht sehe, wo er in die Lava spuckt. Also quasi 2,5D-Challenge. Du bist quasi Sephiron 2.0. Du bist auch in der 3D World Challenge gefangen. Bruder, was ist das für eine Nachricht, die du gerade gelöscht hast, Brot? Aber warum dann das? Da 3 gleich 4 gleich 7 und die externe des Prismas 7VCA ist 3. Digga, ich will die Substanzen haben, die der nimmt. Ich glaube, damit lebt man sehr glücklich. What the fuck? Ich weiß, was will er uns vermitteln? Snowdriver, Alter, danke schön. Oh. Oh. Okay. Easy. Heute erst die Rückwärtsrutsche geguckt. Du meinst bei... Wo war das? Kaiser... Ach, lol. Ich habe keine Cappy hier. Und ich frage mich, warum die ganze Zeit in die Lava krache. Ja, ich kann natürlich keine Cappy-Jumps machen. Das erklärt natürlich so einiges. Oder er nimmt die Substanz nicht mehr und deswegen kam das zustande. Ja, maybe, maybe. Fragen über Fragen. Warte mal, wo ist die da drüben? Okay, komme ich da rüber? Okay, nicht ohne Gegentreffer zumindest. Ah, ich hätte von der Plattform da drüben kommen müssen wahrscheinlich. Okay. Oh, Kacke. Aber ich glaube, die Münzen werden gespeichert, oder? Ich glaube, die Münzen werden gespeichert. Was könnte man deiner Meinung nach besser an Odyssey machen? Einzigartigere Mission. Also, mehr Monde mit kreativen Challenges verstecken. Also wie gesagt, ich habe kein Problem mit den Monden, die man auch so auf dem Weg findet. Das ist schon okay. Aber es sind mir zu viele, die man so findet. Und ein besserer Schnee. Ach, den Schnee finde ich gar nicht so bad. Ich finde das eigentlich ganz funny. Ich finde die Schneemechanik eigentlich ganz cool. Hübi, willst du Plätzchen? Hab welche gemacht? Ich würde jetzt liebend gern ja sagen, aber ich esse bis Weihnachten kaum bis nichts Süßes. Deswegen muss ich leider absagen.
Der Schnitz ist wildeste. Ich finde den gar nicht so bad. Ich meine, er ist nicht logisch. Aber irgendwie ist es doch eine lustige Mechanik, oder? Also ich habe mir nie gedacht, oh Mann, ist der Schnee schlecht. Ich habe eine normale Switch. Ich habe immer noch die 2017 rausgekommen ist. Ach du Scheiße. Bruder. Wie? Aber wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt hier schleudere? Nee. Bruder. Was zur Hölle? Immer nach dem Herz. Verdammt, jetzt habe ich das Herz erwischt. Okay, ich teste mal. Bruder. What the hell? Okay, ich glaube, ich muss immer werfen, wenn ich die Münze sehe. Ja, okay, immer wenn ich die Münze sehe. Nein! Jetzt habe ich irgendwann geworfen. Alter, wird man wahnsinnig. Okay, 3 von 5. Gar nicht so schlecht. Okay, nochmal. Wir fangen jetzt hier an. Mild. Zu mild. Ja, wir brauchen Sport-W wirklich als YouTube-Emote. Danke für die GGs, Leute. Das hat sich gut angefühlt. Das hat sich sehr gut angefühlt. Wenn ich ein Game nur noch mein ganzes Leben lang spielen dürfte, wäre es Mario 64. Da würde ich mein ganzes Leben einfach nur noch Mario 64 speedrunnen. Aber wird Sport wenig gecopyright claimed? Ist mir egal. Jetzt muss ich wieder WhatsApp gucken. Moment. Alter, wie viele Nummern brauchst du denn? Das ist das dritte Mal schon. Ich würde voll gern was aus der Suppe im Schlemmerland probieren. Ich nicht. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Ich habe gestern das erste Mal Undertale fertig gezockt und ich wurde von Boss Flowey zerstört. Ja, Flowey hatte ich auch Probleme mit. Warum machst du nicht alles am PC, Alina? Sodbrennen lässt. Ja, ich glaube, da bist du auch Sodbrennen-LP. Oh, was geht nicht ab? Schauen wir mal, wie Abstecher Vergabe verändert wurde.
Oh wow, es kamen Stachis dazu. Ich bin amazed. Ah, okay, okay, okay. Okay, so wurde Abstrichervergabe verändert. Ey, die Spielhallen in alten Pokémon-Games waren so geil. Gerade in... Oh Gott, wo hab ich die meiste Zeit... Gab's in Smaragd? Gab's in Smaragd Spielhallen? Nee. Ich glaub Feuerrot. Ich glaub Feuerrot. Oder gab's im normalen Pokémon Rot auch? Ah, da muss ich glauben. Oh Gott, das war das. Gab's im normalen Rot auch die Spielhalle? Hm, du könntest einen Bildschirm ausstecken, Alina. Easy peasy. Yo, Splatkid! Was geht? Wir werden parallel noch was gucken. Das kannst du auf dem Laptop dann laufen lassen. Oh, Leute, der ist hier gar nicht. Ach, ich muss da hoch. Warte mal, ich glaube, dann springe ich von hier. Ich glaube, das ist einfacher. Oh, ich mag das, wenn diese Challenges so verändert wurden. Das macht so Bock einfach. Ja, gab es doch im normalen Rot. Ich glaube, ich habe es dann im normalen Rot ganz viel gezockt. Also, weil ich hatte nie Feuerrot. Ich hatte Pokémon Rot. Und, von Rot bin ich dann quasi direkt auf Smaragd gegangen. Oh, das ist so cool, Mann. Ich feiere das. Feuerrot hatte nur ein Kumpel von mir. Freu dich doch. Ja, schon, aber ich habe immer Angst, wenn du dann meine Zwei-Faktor-Authentifizierung brauchst, ich mein Handy nicht dabei habe. Oder ich streame und es vielleicht nicht mitbekomme. Ich bin Bart und gucke deinen Stream. Ich fühle mich als Naruto im Anime, schrei Sharingan rum und fühle das LOL. Alter, was wollt ihr mir heute vermitteln? Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen möchtest. Aber genieß dein Bartmeister. Ich warte, es was mit diesem Prisma 4VC zu tun, was der andere vorhin geschrieben hat. No King-Shaming. Alter, was ist ein King? Also ich weiß, was ein King ist, aber... Ich weiß nicht, ob es ein King ist. Naruto schrei Sharingan beim Baden mit Hübi Stream oder... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, was er mir vermitteln will. Solange die Milch nicht abläuft. Ja, aber was ist, wenn die Milch abläuft? So, machen wir jetzt noch hier Hebel, den Hebel auf. Ich hasse das. So, machen wir mal kurz so. Der Chat ist so cursed. Ja, deswegen ist er so großartig. Ja, genau. 3 ist gleich 4 ist gleich 7. Und das ist die Seite vom Prisma. Nein, jetzt ist die Rübe weg. Oh, man. Oh boy, da wurde einer gerade wieder von 4 Mods einfach nur ehrenlos verprügelt. So, einer schreibt eine falsche Nachricht und dann 4 Mods treten einfach drauf ein. Und wenn dann quasi der Gegner am Boden liegt, treten einfach die anderen noch weiter drauf ein. So nach dem Motto, der Kampf beginnt erst, wenn der Gegner am Boden liegt. Brot mit Nutella und Butter? Ja. Komm, ich dreh auch noch mal drauf. Justin hat sich extra die getimerte Nachricht anzeigen lassen, um noch mal zu timern. Wie findest du eigentlich Glühwein? Hab gestern zuerst mal einen getrunken und darauf wurde der Abend zu wild. I don't know. Also es gibt, also erstmal kommt es drauf an, welchen. Also es gibt, finde ich, sehr räudigen Glühwein. Und es gibt sehr guten. Also ich finde, bei Glühwein merkst du sehr schnell Qualitätsunterschiede.
Ich bin... Ja, wie gesagt, also so eher billigen Glühwein mag ich gar nicht. Weil, also, was mich bei Glühwein so stresst ist, Alkohol verdampft er, glaube ich, bei 70 Grad und Glühwein bei 100. Das heißt, dieser ganze Dampf, der aus einer Glühweintasse kommt, ist quasi nur Alkohol. Und quasi, wenn du ertrinken willst, atmest du ja quasi beim Trinken diesen Alkoholdampf ein. Und ich finde, das brennt so hardcore in der Nase. Also, ich mag, also, das geht mir voll, ich hasse das. So, aber der Geschmack an sich ist geil. Aber ich glaube trotzdem, dass ich Kinderpunsch insgesamt besser finde. Aber man kann halt nicht leugnen, dass Glühwein halt doppelt wärmt. Also dir wird nicht nur warm, weil du ein warmes Getränk trinkst, sondern der Glühwein wärmt halt auch noch von innen. Über den längeren Zeitraum. Und das ist halt schon ganz witzig. Habe ich mir sagen lassen. Oh, scheiße. Das ist der schlimmste Mund des gesamten Spiels. Spielst du mehr Pokémon Popo? Nein. Dieses Game, ich werde kein Geld dafür ausgeben. Ich werde Nintendo nicht dafür belohnen, so ein Spiel zu veröffentlichen. Das ist eine der besten Dinge, die ich 2022 getan habe. Aus meinem Fehler von Legenden Arceus zu lernen und solch einen technischen Schrott nicht zu unterstützen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass ich mir Mario Strikers gekauft habe. Und bei Switch Sports habe ich ein halbes schlechtes Gewissen. Aber Switch Sports war schon immer einfach als Familiengame geplant. Da kann ich jetzt nicht als Hardcore-Gamer kommen und sagen, Switch Sports ist schlecht. Welches Lego fühlst du denn vom Aussehen her mehr? Was meinst du mit welches Lego? Ach, Legi. Keine Ahnung, ich weiß. Also dieses Rote. Das Rote finde ich besser als das Blaue. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Das Blaue, finde ich, sieht absolut peinlich aus. Das Rote finde ich cool. Jojo, ich kann das voll verstehen. Mit der Tradition, das zu Weihnachten zu spielen. Ich kann das nachvollziehen. Es gibt so Traditionen, die zieht man durch. Egal was. Oh, verdammt. Warte mal, ich muss doch safe da hoch, oder? Oder? Nee, ich muss nicht doch. Aber warum ist dann hier eine Tomate? Jojo, sag mal Tomate. Doch, ich muss da hoch, aber wie? Ich kann doch nicht höher als so springen. Deine Oma kann Karate. Okay, oder muss ich einen Impossible Jump darüber? Ich muss bestimmt einen Impossible Jump darüber machen. Ich muss da rein. Aber muss ich mich jetzt noch bewegen? Nee, muss ich nicht. Yeah, let's go. Rot Koraidon, lila Miraidon. Okay, finde ich Koraidon besser. Oh, shit. Hübi bietet dir eine Tomate an, akzeptierst du? Wird am Montag eigentlich wieder Dustsucker gespielt? Ich glaube schon. Also Montag spiele ich, glaube ich, wieder Dustsucker. Und, Dienstag mache ich eventuell einen Special Stream, den ich schon seit längerem im Kopf habe. Der, also, beziehungsweise das heißt Special Stream, ich teste einfach was Neues. Gemeinsam mit einem anderen Streamer. Also es wird wieder, wenn alles klappt, wenn der andere Streamer ja sagt, dann probiere ich da mal was Neues. Was sehr geil werden könnte. Also auf dem Montagsstream freue ich mich, da spielen wir das, Sucker. Auf den Dienstagstreams freue ich mich auch sehr, weil ich sehr Bock habe, Ocarina of Time Mario 64 weiter zu zocken. Also ich freue mich auf Montag, Dienstag und Mittwoch. Donnerstag? Ja, Donnerstag machen wir vielleicht auch noch direkt die nächste Runde Hide and Seek. Das wird auch krass. Am Freitag? Was machen wir am Freitag? Da können wir eigentlich... theoretisch könnten wir auch wieder das Sucker spielen, ne? Ich meine, wir müssen ja in den 24 Tagen durchkommen. Wobei, da geht ja auch schon wieder UI verpacken los. Da weiß ich gar nicht, wie viel Zeit ich habe am Freitag. Da muss ich mal gucken.
Ja, alles nicht so einfach. Alles, ist es ja auch noch. Und dann ist Samstag, Sonntag ist ja sowieso HIT. Ich muss nur gucken, ob und wie ich Freitag streamen kann. Also ich werde auf jeden Fall live gehen, weil ich will täglich live gehen. Aber ich werde wahrscheinlich dann wieder nur, in Anführungszeichen, nur 2 Stunden live gehen. Weil wir dann Freitag, Samstag... Eigentlich fangen wir Donnerstag schon an, für UI alles zu verpacken. Also, nicht zu verpacken, aber Donnerstag fangen wir schon an, alles vorzubereiten, was auch sehr, sehr viel Zeit kostet. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag ist einfach nur... Morgens bis abends UI verpacken. Also wirklich von morgens 9 Uhr bis Mitternacht oder noch später. Und zwischendrin nach Hause und E-Sports-Turnier kommentiert. Also das Wochenende wird gottlos. Also wenn ich nächstes Wochenende geschafft habe, habe ich den schwersten Teil vom Dezember geschafft. Also nächste Woche, Donnerstag, eigentlich die ganze nächste Woche wird gottlos. Weil ich muss dann Montag bis Donnerstag alle Videos produzieren. Ich muss fürs UI-Verpacken noch einkaufen gehen. Und wie gesagt, von Montag bis Donnerstag alles schaffen, was ich normalerweise von Montag bis Sonntag mache. Weil ich von Donnerstag bis Sonntag dann einfach noch den ganzen Tag nur im Lager stehe und Klamotten verpacke. Es wird... Also wenn ich nächste Woche geschafft habe, dann fällt ein Riesenstein von meinem Herzen. So, dann muss ich noch den Song produzieren, das kriege ich auf jeden Fall noch gut hin. Dann haben wir noch ein, zwei coole Stream-Events, auch mit mehreren Streamern. So, ich werde ein Among Us-Event machen. Aber das ist alles im Verhältnis ganz, ganz schnell organisiert. Also, wenn nächste Woche geschafft ist, dann bin ich sehr beruhigt. So, komm, jetzt machen wir den Bird gleich noch, fuck it. Ups. Was hältst du von Lego-Videospielen? Ich finde sie richtig geil. Und ich bete inständig dafür, dass die Lego-Macher jetzt gesehen haben, okay, dieses Open-World-Prinzip von Lego Star Wars funktioniert. Und dass alle zukünftigen Videospiele jetzt im Stile von Skywalker-Saga gebaut werden. Und noch mehr in die Zukunft wünsche ich mir, dass sie vielleicht Harry Potter in diesem Stile machen. Dann bin ich ein glücklicher Mensch. LOL! Hä? Laber nicht. Muss ich über diese Säulen nach oben? Kann ich auf denen stehen? Ach du Scheiße. Bruder! Halt doch dein... Ich muss, glaube ich, immer versuchen, so schnell es geht, ein Rückwärtssalto zu setzen. Weil man damit... Oh, verdammt! Oh, nein! Ja, ich glaube, ein Rückwärtssalto und das Ganze dann... Und dann landet man, glaube ich, gewinnt man relativ schnell an Höhe. Kann ich dich was fragen? Du hast mich damit schon was gefragt, Bro. Okay. Oh, das war nix. Nein, kein Weitsprung! Ich wollte eine Rückwärtsseite machen. Gewinne ich an Höhe? Nein, ich brauche... Nein, die Lama! Meine beiden Schwestern sind in dich verknallt. Ich vermute mal ganz stark, dass sie minderjährig sind, deswegen werde ich mal gar nichts dazu sagen. Weil egal, was ich sage, ich verbox mir. Grüner Ass.
Und meine Nachbarn haben auch wieder Spaß. Sport W war zu krass. Es war zu krass. Wenn du dich entscheiden müsstest, welches Mario-Spiel würdest du nie wieder spielen? Also wir gehen mal von den 3D-Marios aus. Ich würde sagen... auf welches 3D-Mario kann ich verzichten? Eines der beiden Galaxies. Super Mario Odyssey! Ich meine, bei Galaxy 2 habe ich mehr zu tun. Aber Galaxy 1 ist ikonischer. Nein, ich rede von den echten 3D-Marios, nicht von diesen Fakes wie 3D-Land oder 3D-World. Aber irgendwie, die sind auch 3D. Ja, aber sie sind, das ist nicht das Gleiche. Ich glaube, ich würde auf Galaxy 1 verzichten, weil ich bei Galaxy 2 mehr zu tun habe. Ich würde sagen Galaxy 1, auch wenn ich es sehr gerne mag. Wobei Galaxy 1 macht... Oh, Boah, ist das schwer. Nee, ich glaube, ich würde schon Galaxy 1 sagen, weil das Grünsteine sammeln schon Spaß macht. Doch, ich würde auf Galaxy 1 verzichten. Nein! Manchmal macht er statt einem Rückwärtssalto immer einen Weitsprung. Boah, das ist so schwer. Ja, Galaxy 2 hat diese ganz krassen Wiederholungsmissionen. Das haben wir durch Kaizo, oder musste ich durch Kaizo schmerzhaft feststellen. Aber ich glaube, wenn man, wie gesagt, auf ein Spiel verzichten muss, würde ich trotzdem, glaube ich, auf das verzichten, was weniger Sterne hat. Was mich am meisten nervt, ist, dass ich am Anfang immer warten muss, bis diese Baumstimmen wiederkommen. Ich weiß immer... Mein Problem ist, ich weiß nicht, wie viele Stufen ich quasi am Anfang überspringen kann. Ich glaube, ich will immer zu viele Säulen auf einmal überspringen. Ja, Luigi Galaxy ist großartig. Juhu, wir spielen das ganze Spiel nochmal. Einfach so, ohne Änderung. Außer, dass man ein bisschen hüpfen kann. Nein! Oh Mann! Warum machst du immer einen Weitsprung? Für einen Weitsprung muss ich doch nach vorne drücken. Ich drücke aber nicht nach vorne. Genau, so quasi so. Ich muss aber auch irgendwie an meine Kameraperspektive noch arbeiten. Alter, das ist so schwer! Deine Kaizo-Folgen haben Galaxy 1 und 2 doppelt so iconic gemacht. Ja, da gebe ich dir recht. Also durch die Kaizo-Spiele habe ich auch nochmal eine ganz andere Bindung zu den Galaxy-Games. Genau, und jetzt quasi einfach immer noch hier auf die nächste Säule. Dann steigt... Ja, ja. Nein! Okay, wir wechseln auf außen. Yes! Okay, jetzt keine Faxen machen. Shit. Muss ich... Auf was muss ich achten? Okay, der Mond da unten ist noch da, ne? Okay. Alter, let's flippen. Kacken. Nimm die Purple Coins mit. Ja. Ich muss erstmal den Mond. Okay, der war besser. Okay. Jetzt bin ich kacken. Film, Bruder. Was ist dein Problem? Im LP bin ich da easy hoch. Amana Buddha. Amana Buddha. Naja, ich weiß nicht, aber habe ich im LP nicht geschnitten, ne?
Ich habe mein P doch Safe Cuts gesetzt. Welche lila Coins habe ich jetzt eigentlich vergessen? Von denen du sagtest, ich soll sie mitnehmen. Gibt's hier lila Coins? Ich habe die, glaube ich, schon verpasst, ne? Vorne bei den Baumstämmen. Ach, kacke. Ja, dann machen wir es nochmal. Ich nehme die jetzt gleich mit. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Das mache ich. Ich habe es einmal gemacht, dann mache ich es zweimal. Freunde, ich mache das easy. Das ist gar kein Problem für mich. Ich setze mich da kurz hin. Ich mache kurz ein bisschen Sport, weh, dies, das. Ne? Ups, ups, tralala. Und dann läuft das. Auf welche Zelda könntest du verzichten? Da gibt's einige. Triforce Heroes. Zelda 1. Zelda 2. Ja, ich glaub, damit bin ich schon mal ganz gut bedient. So gut. Alter, ich habe übel lange überlebt. Ich bin zwar irgendwie nicht nach oben gekommen, aber ich habe lange überlebt und das war cool. Warum verliere ich am Anfang immer 2 Leben? Dann läuft's übel gut, aber sobald dann ein Treffer kommt, ist Feierabend. Was ist dir lieber? Luigi's Mansion 3 oder Schweinslungenbraten? Jo, wollte nochmal einen guten Abend wünschen und mich bei dir bedanken für den geilen Content, den du gemacht hast. Es gibt keinen Schweinslungenbraten, Jojo, oder? Alter, Flynn, holy shit, dankeschön für die 5 Euro. Verfolge dich jetzt seit Anfang letzten Jahres und jedes Video macht mich immer mega happy. Danke, Meister, vielen, vielen Dank. Das ist so korrekt. Ich hab schon drei der lila Münzen. Ich hab schon 3 der lila Münzen. Es gibt Schweinslungenbraten? Ist das dann eine Schweinslunge, die dann so mit Äpfeln oder so gefüllt wird? Oder? Also wie kann ich mir einen Braten aus einer Schweinslunge vorstellen? Easy. Alter, ich tanze hier einfach wie Messi durch die Abwehr seiner Gegner. Schaut euch das an. Ich bin quasi hier zu Hause. Zack, dies, das, egal. Ich hab alles. Schweinslunge in die Pfanne anbraten. Ja, aber ist Braten nicht eher so aus dem Ofen und sowas Großes? Ach, scheiße. Ich muss ja trotzdem nochmal durch. Ich muss ja die Tür auf der anderen Seite verwenden. Ach nee. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich muss ja trotzdem nochmal durch. Ich dachte, ich hätte es jetzt. Okay, stabil. Das war mein bester Versuch. Aber wenn dann ein Kontakt kommt, gibt's Doom. Ja, richtig.
200-Abo-Special wäre stolz auf diese Kletterskills. Nein, nein, das war nichts. Nein, nein, das war nichts. Schon wieder, es ist immer so. Ich starte immer damit, 2 Leben zu verlieren. Und dann schaffe ich es immer nicht bis ganz nach oben. So, ich könnte ja jetzt hier einfach mal mit 3 Leben in die Lava hüpfen. Ich danke dir, Akin, für wieder fast 5 Euro, Meister. Du bist heute übel am Reinsupporten, Mann. Vielen, vielen Dank. Nein! Alter. Ich sag's euch, das Leben ist zu einfach. Ich dachte ja, ich müsste die Fackel nochmal anmachen. Alter, Sandy, holy shit! Darf ich bitte eine Weihnachtsmütze haben? Entschuldigung? Nein! Die habe ich sehr lieb. So. Zack, let's go. Einfach Call of Duty. Hat nicht vorhin einer gesagt, ich soll Call of Duty zocken? Piu, 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 piu. YouTubers Live 2 kommt morgen. Was denkst du, ist dein bekanntestes Video? Ich weiß es. Mein bekanntestes Video ist doch 6 Bosse in Odyssey gleichzeitig besiegen, oder? Nee, stopp! Stopp! Nee. Ist nicht mittlerweile die Reaction? Ist nicht mittlerweile... Doch, es ist doch Reaction Saturday, Odyssey, no Kaperung. Und shortstechnisch ist es dieses Splatoon-Ding. Ich habe voll vergessen, dass man Pflanzen kapern kann. Ja, das wusste ich auch ewig nicht. Brot nach Hause! Brot nach Hause! Darf ich bitte deine Weihnachtsmütze haben? Die ist so mega geil. Es tut mir leid, ich hab die sehr lieb. Die war sogar ein Geschenk von meiner Mama. Oh nein! Ratüter! Okay, alles gut. Alter, kennt ihr's? Kennt ihr jetzt die neue Vorwehr? Rapyrata? Was soll mir das aussagen, Alina? Es kann vieles bedeuten. Nix, ich finde den Emote nur niedlich, okay. Bitte auf, Emotes zu spammen. Spaß. So, hat eine ewig gebraucht, bis wir oben gelandet sind. Ups. So, Bird. Wurde der eigentlich schwerer gemacht im Superstar Mode? Also, ich glaube auch das Rematch ist da wieder schwerer gemacht worden, oder? Ja, das Rematch wahrscheinlich wieder. Yeah! Ich muss mir gleich mal was... Ich muss mir gleich mal was zu trinken holen. Meine Spezies ist leider schon leer. Schau jetzt zu, Justin. Schau jetzt genau zu. Ich zeig dir, wie man die 2,5D-Challenge durchspielt. Ich habe heute was Lustiges bekommen. Was hast du bekommen? Nein, jetzt habe ich doch mal verfehlt. Aber der hat doch eine weirde Hitbox. Der hat auch eine sehr weirde Hitbox. Wenn man diese Flugphase skippen will. Bruder, ich will doch nur in deinen Hintern rein. Und deine Gitarre mir rausholen. Okay, Entschuldigung. Alter, ich bin auch böse im Monus. Ich sag's euch, heute läuft's.
Der Chefkoch. So heißt der wirklich. Das verrate ich doch nicht, dann ist die Überraschung weg. Okay. Ich habe eine Vermutung, was es ist. Du hast nämlich letztens gesagt, dass du was von der Post abholst. Der Postkoch ist da. Nein, wenn ein Chef kommt. Grüß dich, was geht, Meister? Ich hole mir gerade was zu trinken. Back again. Postkoch. Nein. Wir fangen jetzt nicht damit an. Ist der Chefkoch, wenn dann. Ich dachte das, Aline. Ich wollte jetzt gerade noch irgendwas erzählen. Irgendwas wollte ich jetzt gerade ansprechen, als ich aufgestanden bin, um was zu trinken zu holen. Ach ja, ich wollte mich über das WhatsApp-Verhalten von Nutzern aufregen. Ne? Also, seit ich jetzt ja mein Management habe, stehe ich ja mit allen, die bei UI Media sind, deutlich mehr in Kontakt als davor. Und die Antwortrate von vielen Menschen auf WhatsApp ist katastrophal. Also wirklich. Es ist. Ne? Ich nenne jetzt keine Namen. Aber ihr werdet schon noch erfahren, um wie es geht. Ne, ich hab vor... Wartet. Ah, jetzt kam eine Antwort. 7 Stunden später. Das geht sogar noch. Aber ich habe sehr viele Leute, denen schreibe ich eine Nachricht, ich krieg 2 Tage später eine Antwort. 2 Tage. Bestimmt ist derjenige gerade hier im Stream und deswegen kam die Antwort. Also, oh scheiße, jetzt rantet er über Ding. Er rantet jetzt über WhatsApp. Schnell auf WhatsApp gucken, ob ich eine Nachricht von Hübi hab. Ich muss zugeben, ich war früher auch nicht der beste Nutzer auf WhatsApp. Also ich muss mich auch an die eigene Nase fassen. Aber mittlerweile gebe ich mir wirklich Mühe, alles as soon as possible zu beantworten. Wenn es in irgendeiner Art und Weise eine Antwort braucht. Also ich meine, wenn mir irgendjemand einfach nur schreibt, haha, ich war gerade einkaufen, was machst du? So, das empfinde ich jetzt persönlich nicht als wichtig. Aber wenn irgendjemand eine Frage hat oder eine Info von mir braucht oder ne, irgendwie sowas. Wirklich, as soon as possible. Okay, cool world. Fünf Minuten Sprachnachricht, das Schlimmste. Na, nicht unbedingt. Also, Sprachnachrichten können gut und scheiße sein. Also, ich finde Sprachnachrichten prinzipiell Bombe, weil man innerhalb kürzester Zeit viel schneller eine Information rüberbringen kann, als dass man einen riesen Text schreibt. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, ne? Shoutouts an Ansgar an der Stelle, die nehmen Sprachnachrichten auf und brauchen einfach 2 Minuten für etwas, das man in 15 Sekunden sagen könnte. Oder in 30. Ansgar ist wirklich Sprachnachrichten-Boss. Oder Arber. Ja, sag mal Lick. Arber ist eigentlich der Sprachnachrichten-Boss. Ansgar ist gegen Arber gar nichts. Betet, dass ihr niemals eine Sprachnachricht von Arber bekommt. Das ist auch eine Studentenfreundin von mir, die hat mir eine 2-Minuten-Nachricht geschickt, in dem sie mir sagt, dass sie Donnerstag keine Zeit hat und zu Mittag in der Mensa ist. Aber Sprachnachrichten sind wirklich, also das ist, es gibt keine größere Zeitverschwendung als aber Sprachnachrichten.
Die sind nicht so lang, Deborah. Wenn ich mir den schwarzen Hoodie und die Mütze kaufen soll, hast du die Kleidungsstücke zur Hand und könntest du die mal präsentieren? Na, so einen davon trage ich. Die andere nicht. Ich danke dir, dass du auf Zelda gehst. Es wird aber noch ein Vorstellungsvideo zu allen Klamotten kommen, wo ich alles nochmal im Detail zeige. Ich glaube, da kriegst du ja nochmal einen besseren Blick. Dürfte noch im Laufe der nächsten Woche auf Instagram kommen. Nein, aber Arbas Nachrichten sind so im Schnitt 2,5 Minuten. Aber also du kannst den Inhalt wirklich ungelogen 15 Sekunden runterdampfen. Warum ist Ansgars Kanal so inaktiv? Frag Ansgar. Kann man durch die Blitzringe springen? Ich glaube nein. Ja, an der Stelle Grüße an Arbe, der das gerade im Schnitt vom XD-Video sieht. Ich möchte jetzt an der Stelle ein Statement von dir haben. Wie sinnvoll deine Sprachnachrichten sind. So, Freunde. Wir kommen jetzt zum schlimmsten Teil des gesamten Superstar-Modes. Wo ich relativ sicher bin, dass ich es skippen werde. Deborah, ich glaube, wenn du eine Antwort auf meine Antwort dagelassen hast, dann nicht. Ja, so, nächstes Video, Hübi spielt Superstar-Mode auf XD, ist so 25 Minuten lang. Gameplay 5 Minuten, 20 Minuten Statement von Arbor. Warum seine Sprachnachrichten nicht lang sind. Dann habe ich es nicht gesehen, Deborah, I'm sorry. Deborah, also ja, okay. Maxio die Rakete. Richtig, Bro, du hast es absolut verstanden. Wie würdest du eigentlich den Robo umbauen, dass es nicht so dumm ist? Ich gucke ihn mir jetzt erst nochmal an. Und dann gebe ich Feedback. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er jetzt ist. Yo, Bane! Bist du Batman-Fan? Wenn ich Bane lese, muss ich instant an Batman Dark Knight Rises denken. Vielen, vielen Dank für deine Emote mitgeschafft. Schön, dass du da bist. Nein! Oh, Entschuldigung. Da ist jetzt kurz was mit mir durchgegangen. Genau gleich war der Bowser vielleicht doch auch. Wer weiß. Also ich glaube, das Feedback auf dem... Ne, ich weiß. Und war der Bowser-Fight gleich? Also ja, wir hatten den Freeze. Aber haben wir wirklich so gut gespielt, dass wir alle Freezes umgangen sind? Oder wurde der vielleicht irgendwie doch ange... Wie gesagt, ich gucke es mir jetzt erst nochmal an, bevor ich übelst uprage und uprante und dann das Ganze ohne Superstar-Modus spiele. Meine Freunde, ich habe einen Kumpel, sind Sprachnachrichten-Bosse. Unsere Memes sind zum Teil 20 Minuten lang, aber wenigstens halbwegs sinnvoll. Ja, also ich sag mal, wenn das natürlich einfach die Art und Weise miteinander zu kommunizieren ist schon, aber mir geht es ja wirklich darum, wenn man in Anführungszeichen business-technisch miteinander arbeitet. Also einfach, oder halt einfach sinnvoll zu dem Ziel eines Projekts kommen muss oder so. Wenn es natürlich darum geht, dass man einfach über Gott und die Welt redet und von seinem Emotionswesen und was weiß ich alles erzählt, dann können die natürlich lange sein. Aber wenn man einfach nur eine kurze Antwort oder eine Info braucht, um irgendwas zu machen, dann ist das einfach der Tod. Und das Antworten auf lange Sprachnachrichten ist noch super schwer, weil du kannst dir einfach nicht alles merken, was in dieser Sprachnachricht erzählt wurde. So, und dann erzählt dir die so 20 Punkte... Und wie sollst du dir die alle merken? Und wenn das dann wieder geschrieben wird, kannst du es einfach nachlesen. Also ich weiß, also Justin, du schickst mir häufig Sprachnachrichten, Meister. Aber ich finde es auch schön, deine erotische Stimme zu hören.
Hä, das war nicht der Dude? Das ist er, das ist er. Ich glaube, ich habe jetzt sogar verstanden, wie der Boss funktioniert. Also in welche Richtung er die Ringe macht. Wie hast du David in WhatsApp eingespeichert? Mit seinem vollen Namen, wie jeden anderen. Neue Geheimnisse gelüftet. Ja, ich glaube, also ich habe ja immer das Problem, ich weiß immer nicht, wenn man ihn ja trifft, dann wird er zu so einem Hutkreis. Und ich... Aloy, ich muss sie gar nicht besiegen? Mit Nachname, ja. Mit vollem Namen, wie ich sagte. Nein, zweiten Namen nehme ich nicht. Zweiten Namen finde ich übersinnfrei. Aber warum muss ich jetzt denn die Frau nicht besiegen? Was ist das denn? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Vielleicht taucht die noch woanders auf. Wie hast du deine Mutter eingespeichert? Mit vollem Namen, wie ich bereits sagte, wie ich alle meine Kontakte eingespeichert habe. Also Bro, das hat schon eine Antwort gegeben, aber wie würdest du jetzt die Antwort auf diese Frage machen, die genau das gleiche fragt? Kannst du mir das nochmal erklären? Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Oh boy. Wie hast du den Geisendorf auf WhatsApp eingespannt? So, Freunde. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum größten Übermüll. Also, ich bin sehr gespannt. Ach du Scheiße. Okay. Also. Okay. Hä, warum? Hä? Kann ich nicht schießen? Okay. Ich kapiere das noch nicht so ganz. Hä? Da fuck. Was muss ich denn hier tun? Du kannst mit dem Bird einem hoch. Das glaube ich weniger, Meister, weil ich krieg nämlich Schaden, wenn ich ihn berühre. Oh, what? Ihr habt recht, man kann trotz... Hä? Okay, wir können in Metall pieksen. Alles klar. Ergibt Sinn. Ich habe richtig Bock auf diesen Boss. Er ist nur Alufolie. Ja, das Gefühl habe ich auch. Okay. Okay. Geht's jetzt wieder los? Geht's jetzt wieder los? Oh nein. Okay, aber er glitscht noch. Wie sollen wir denn das mit nur drei Leben schaffen? Ja, Amiibo habe ich jetzt auch gerade überlegt. Bleib auf dem Mecker. Ja, Bruder, du hast es auf jeden Fall verstanden, Digga. Man kriegt Schaden, sobald man ihn berührt. Mhm.
Das ist so eine Scheiße. Lauch, was geht, Meister? Nur es wird leider nicht der Bushido Alert wegen Swiss Money Umrechnung. Oh, ist das ein Trash. Es ist so ein Müll. Von Google Umfragen. Wisst ihr, so diese Hasenbosse wurden zum Beispiel nicht umgebaut. Aber bei diesem Scheiß-Roboter hatten sie jetzt das Bedürfnis. Bei diesem Scheiß-Roboter hatten sie jetzt das Bedürfnis, ihn umzubauen. Okay. Das ist schon mal was, Freunde. So kann man auf jeden Fall ihm Schaden machen, ohne Leben zu verlieren. Okay. Weil seine Beine dann so schräg stehen, kann man da nicht wirklich hochhüpfen. Okay, ich glaube, ich darf nicht schütten. Oder jetzt killt er wieder den Vogel die ganze Zeit. Warte mal. Machen wir hier so. Ja, also ich denke, ich werde schon die Peach Amiibo verwenden, denke ich. Bro, was ist das? Was ist diese? Ja, aber auf der finsteren Seite des Mondes ist der einfacher. Da ist der deutlich einfacher. Da ist Shop. Macht Spaß? Naja, also ein bisschen. Also es fühlt sich noch nicht so ganz unmöglich an. To be honest. Ich glaube, man muss halt wirklich... Nein, ich... Oh, Bruder. Oh, Bruder. Ich hab den irgendwie nicht... Also... Ganz häufig wird einem hier quasi Schaden berechnet, obwohl man den so gar nicht wirklich berührt hat. Nee, so nicht. Und da jetzt zum Beispiel, ich hab den nicht berührt. Aber die Hitbox von diesem Vogel ist einfach irgendwie viel größer, als sie aussieht oder so. Muss hier ganz. Nee. Ach, das ist jetzt wieder nicht möglich. Jetzt bin ich. Ja, das. Ich sag mal, sobald er anfängt, sich zu bewegen, kann man, glaube ich... Das wird eines der besten Alerts, die ich je abgeben werde. Nach fast 5 Arbeit ist mein Buch vollständig. Jetzt geht die stressige Zeit los mit Verlagsfindung. Ich danke dir vielmals, Coven. Ich danke dir vielmals für frickin' 17 Euro und wünsche dir ganz viel Erfolg, Meister. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Vielen Dank für diesen wunderbaren Toad. Ich muss irgendwie herausfinden, wie ich ohne... Schaden diesen Bird irgendwie auf diesen Robo manövrieren kann. Man muss halt hier genau ganz zentral, aber dann passiert halt das. Und egal wie ich mich jetzt feuer, werde ich getroffen. Ich muss immer so ganz
Ja, vielleicht so. Ne, und dann ist man zu niedrig, aber wenn man sich zu sehr nach oben feuert. Okay, okay. Jetzt muss ich hier um die Ecke. Warum hat er mich jetzt berührt? Weil ich mich irgendwie zur Seite gelehnt habe und da war dann sein. Bruder, alles. Er ist so ein Atommüll. Okay, aber ich glaube. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich hier schon mal besser hochkomme, ne? Also wir kriegen auf jeden Fall schon mal Treffer ohne Gegentreffer hin. So, aber jetzt wird es halt wieder ehrenlos, weil jetzt fängt er an, seine Füße so komisch zu verdrehen und dann kann man nicht mehr so einfach normal bei ihm hochhüpfen. Bro, so was ist das? Was ist das, Chat? Was ist das? Man hat einfach keine Möglichkeit, einfach Sinn. Wie soll ich jetzt ohne Gegentreffer auf ihn hochkommen? Keine Chance hochzukommen. Dadurch, dass er so schräg steht, würde ich beim Hochspringen immer getroffen werden. Wenn ich da nach oben springe, würde ich beim Hochfliegen seinen Körper berühren und mein Bird würde sterben. Jetzt macht ihr den Birdspawn kaputt. Jetzt komme ich an keinen Vogel ran. Also es ist wirklich, also ich weiß nicht, wer im Team des Superstar Modes gesagt hat, hey Leute, ich habe eine gute Idee, wie wir den Robo-Boss schwierig machen können. Und dann alle so, ja Mann, Bruder, kranke Idee. Das ist richtig gutes Game Design. Lass den Robo-Boss so designen. Also ich glaube, ich werde das wirklich einfach kurz skippen. Ich mache jetzt noch einen Versuch. Und dann skippe ich den einfach kurz. Ey, das ist ja so ein Übermüll. Ja, einfach Rapü auf den Boss. Aber dann kommt die Flucht mit Bowser. Und die wird das nächste Spektakel. Die wird auch sehr spaßig. Ich kann keine Safe States setzen, Chat. Danke. Wie wäre es, erst in der Mitte zu treffen? Was in der Mitte zu treffen? Es macht ja keinen Unterschied, welchen Hase ich zuerst treffe.
Weißt du überhaupt, wie du das machen kannst? Nee. Also ich meine, ich könnte versuchen, nach dem ersten Hit... Oh, das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte versuchen, nach dem ersten Hit auf seinem Kopf zu bleiben und quasi mit den 6 Leben den Schaden sozusagen... Okay, gut, dass der Vogel jetzt spawnen kann. Den Schaden sozusagen auszuhalten, dass ich zumindest schon mal 2 bis 3 Treffer setzen kann. Und dann muss ich halt mit den restlichen... Dann muss ich noch einmal versuchen, irgendwie hochzukommen. Aber dann muss ich das halt nicht 4-mal machen. Bruder, ey. Ich werde einfach runtergeschleudert. Einfach so. Ich kann nichts dagegen tun. Ich wurde einfach geschleudert. Nach Timbuktu. Warum auch immer. Okay. Ich probiere jetzt oben drauf zu bleiben. Das könnte funktionieren. Man kann auf den Glaskuppeln stehen. Okay. Das klingt spannend. Wir tryen mal ein bisschen. Im Notfall gucken wir uns ein Ender-Tutorial an. Warte mal, ich muss mich... Den Schaden hätte ich jetzt nicht kriegen wollen. Kacken. Nee, da kann ich mich jetzt auch direkt wieder droppen lassen. Nein. Das ist so eine Scheiße. Alter, wirklich. Aber hauptsächlich spiele ich halt den Superstar Mode, weil ich die lila Münzen sammeln will und die ganzen Challenges machen will. Also ich denke, ich werde jetzt hier den... Also wie gesagt, ich glaube... Wenn wir jetzt nicht gleich die übelste Offenbarung kriegen, so nach dem Motto, hey, so ist der Boss voll einfach. Ich wollte nicht da... Okay, wir tryen jetzt mal. Also wenn ich jetzt nicht gleich die übelste Offenbarung kriege, dann werde ich den einfach skippen. Weil, wie gesagt... Okay, chillig. Ja, ich hätte auf die Glaskuppel drauf gemusst. Passt auf. Ich müsste doch irgendwo noch eine Peach Amiibo rumflattern. Watch out. Okay. Dann kriege ich immerhin mehr Versuche. Okay, so viel dazu. Kauf dir auch einfach eine Nintendo C. Ja. Ich glaube, du musst den Boss anordnen. Bleib doch oben wie ein Speedruns. Ah, da. Nein, ich werde jetzt nicht drauf eingehen. Oh, lol. Die 1 Punkte. Ah, doch, warte mal, hier gibt's noch mehr was. Erkennt der die? Erkennt die Switch 2 Amiibos? Nee, okay. Ich glaube, die Switch 2 mag keine Amiibo. Vergiss nicht, dass du bei Bosskämpfen auch schieben kannst. Ja. Aber wir gucken mal, Justin. Ich probiere jetzt, ich will noch einmal dieses probieren mit diesem auf der Glaskuppel stehen. Das klingt irgendwie ganz sinnvoll. Wenn ich merke, das ist eine Sache, die... Warum? Warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Ich hing ganz normal... Alter. Ey, die Hitboxen sind so weird. Und wenn dieses auf der Glaskuppel stehen jetzt keine gute Methode ist, hier noch irgendwas zu reißen... Dann sage ich einfach, okay, stabil. Dann sage ich einfach Schicht im Schacht. Weil der finale Bowser-Kampf,
Und die Flucht werden auch nochmal sehr schwer. Oder ich sag einfach, ich skippe kurz das ganze Finale und dann widmen wir uns sozusagen den Königreichen. Und machen die einfach 100%. Weil das ist ja die Hauptchallenge von Odyssey. Nicht sich stundenlang bei irgendeinem Kackboss aufzuhalten, sondern diese kreativen Jump'n'Run-Challenges zu spielen. Meint ihr, ich würde noch einmal nach oben kommen? Meint ihr, ich würde noch einmal nach oben kommen? Die Hitboxen sind so broken. Die sind so broken. Vor allem, warum haben die Area so klein gemacht? Ich meine, den so zu programmieren, dass er immer Schaden macht und so. Hey, alles cool. Aber warum muss die Area so klein und verbuggt sein? Was ist der Sinn daran? Fuck you. Nein, nee, nein, ich tue mir die Scheiße nicht an. Nein, 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 wir machen das ohne. Das ist einfach nur schlecht. Das ist in keinster Weise kreativ, spaßig und gut. Das ist wirklich, also, das ist der Abfall vom Abfall. So ein Übertrash. Und ich werde mir von dem Meister jetzt nicht meine gute Laune versauen lassen, die ich jetzt die ganze Zeit hatte, weil prinzipiell ist der Super Sabotus sehr cool. Vic hat's geschafft. Ja, dann geh halt zu Vic und donate ihm 10 Euro und guck bei ihm zu. Was bringt das diesem Stream, wenn du das jetzt hier in den Chat schreibst? Das ist wie wenn du eine 5 in Chemie schreibst und ich sag, ja, aber Lena hat eine 1 geschrieben. Okay, Bruder, danke. So. Das ist so. Oh, Kamera, ja. Du musst nur eine Mandarine essen und eine Pause machen. Ich habe leider keine Mandarine bei mir daheim. Sonst würde ich eine essen. Ich probiere wieder die coole Speedrun-Strat.
Oh nein, ich hätte den Bird nicht wegwerfen dürfen. Scheiße. Ja, da geht natürlich nichts mit einer coolen Speedrun-Strip, wenn ich den Bird wegwerfe. Die war krasse Strat. Aber ich kann trotzdem noch die coole Strat probieren. Also die betrifft ja nur die vorletzte Phase. Ich kann immer noch die coole Strat machen. Okay, läuft gut. Ich merke schon, meine Konzentration und meine Laune sind gerade wirklich am Maximum angekommen. Ohne Witz, ich kriege jetzt sogar Aggression, wenn ich jetzt hier die normale Version des Bosses sehe. Ohne Scheiß. Ich habe gerade so eine Aggression auf diesen Kollegen. Auf allen Ebenen. So, warte mal. Jetzt muss ich mich schon hinten platzieren, ne? Ja. Können wir gleich für die nächsten Speedruns üben. Dann darfst du aber am Ende nicht sagen, wir haben alles geschafft. Ja, okay, dann darfst du aber auch gehen. Verdammt, ich hab's nicht hinbekommen. Boah, Alter! Ich wurde schon wieder geschleudert, aber ich lebe noch. Okay. Gib doch nicht so schnell auf. Okay, Chat, wir haben gerade eine ganz schwierige Beziehung. Chat, wir haben gerade eine ganz schwierige Beziehung. Jetzt wird es mir gerade zum Verhängnis, dass ich viel auf den Chat achte. Ich werde dich aber am Ende daran erinnern, wenn wir den Superstar Modus geschafft haben, dass du den Boss nicht geschafft hast. Oh Gott, jetzt kommt auch noch die Mondhöhle. Oh Gott, war die Mondhöhle nicht auch so geisteskrank? Warte mal. So, dann müssen wir jetzt... pass auf, jetzt laden wir erstmal hier ein. Und dann aktivieren wir wieder. Ich bin jetzt kurz davor, den Chat zu schließen. Los, Hübi, beug dich dem Chat und lass deine Prioritäten von anderen setzen. Jojo, Alter. Nee, ich glaube, Moonskip wurde im Superstar-Mod rausgenommen. Ich glaube, man musste die Mondhöhle spielen. Ah, der brutale Sound. Ich glaube, man musste durch die Höhle. Aber also in meinem Let's Play bin ich auf jeden Fall durch die Höhle. Oder habe ich die einfach nur gemacht, so nach dem Motto, ich will halt alles vom Let's Play zeigen. Wir können ja mal gucken. So, dann machen wir den Mod wieder an. Wo ist er denn da? Superstar-Mode. Ich freue mich so, wenn ich nachher ins Gym gehe. Wenn ich die ganzen Aggressionen abtrainieren. Schön asoziale Musik an und Feierabend. Im RP hast du die Mondhöhle später gemacht. Oh, okay, dann können wir jetzt direkt zu Bowser steppen. Aber ich weiß, dass der finale Bowser-Kampf auch nicht einfach war. Und die Flucht war sauschwer. Da weiß ich auch nicht, ob wir die schaffen. Super Mario. Wobei, ich glaube, bei der Flucht gab es nur eine schwierige Stelle, soweit ich das im Kopf habe. Aber nicht, ich glaube, da gab es nur eine schwere Sache. Da muss ich mir vielleicht dann nochmal mein Let's Play angucken als Referenz.
Ah, lol. Die haben die Low Gravity rausgenommen. Deswegen, Freunde. Deswegen ging der Moonskip nicht. Es gibt keine Low Gravity. Wie konntest du die Höhle im LP dann skippen? Ich vermute, dann habe ich sie nicht geskippt. Oh nein! War ja auch das, was ich ursprünglich dachte, dass ich es nicht geskippt habe. Nee, der ist, glaube ich, der wird mich nicht weit nach oben bringen. Nee. Ja. Okay. Im LP war Low Gravity noch da? Okay, dann habe ich jetzt, dann ist es jetzt wahrscheinlich eine andere Version, eine aktuellere. Okay. Here we go! Ist da unten ein Mond? Oder ist da irgendwie ein Herz oder so? Ist da ein Königsherz, ein Mond? Ein Herz. Ja. Beeindruckend. So, was genau muss ich hier tun? Merkt, 100% tue ich sie nicht. Ich will jetzt vor allem nur durchkommen. 100% tun wir dann alles später, wenn wir dann die Mondblöcke in allen Königreichen aktiviert haben und dann hier... Oh, shit. Oh, wow. Ja, die Musik klingt super weird, ne? Ah, jetzt klingt sie besser. Hey, ich hab die... Ich schwöre, ich hab... Moment, habe ich die berührt? Niemals! Nie! In keinem Universum habe ich die berührt! In keinem Universum! What the fuck? Was ist das? Alter, was so viel Abstand! Ach, come on! Was ist das, Alter? Ich möchte übrigens zelebrieren, dass das die erste sinnvolle Verwendung des Wiederholungsfeatures seit sehr langer Zeit ist. Warte mal, dich brauche ich, ne? Aua. So, krieg ich ein Herz? Yeah. Ach, stimmt, der war doch jetzt übel schnell unterwegs, oder? Okay, danke dafür. Ah, brauche ich auch nicht. Ah, das, aber der kommt immer wieder. Oder die Plattform kommt immer wieder. Aber trotzdem. Kein Bedarf. Aber ich meine, aktivieren kann man es trotzdem. Vielleicht rettet sie einem irgendwann mal den Arsch, wenn man nicht damit rechnet. Okay. Ich komme bisher noch besser durch als ursprünglich erwartet. Der ist ein bisschen asozial platziert, muss ich zugeben. No, Kamera! Okay, alles gut.
Oh Gott, der spawnt wieder. Jawollo, okay, okay. So, da kommt jetzt wahrscheinlich der Kugel-Rilly entgegen. Kugel-Rilly? Kommt der nicht? Ja, nur einen kleinen. Okay, okay. Na dann schauen wir doch mal. So, genau, den lenken wir jetzt nämlich hier rum. Komm, schauen wir einfach mal. Schauen wir mal, wo wir landen. So, an euch sollte ich ja, glaube ich, auch rankommen, ne? Genau. Genau hier hin. Okay. Und jetzt brauche ich wahrscheinlich den Big Papa, ne? Bis wann glaubst du, wirst du den Superstar-Mode fertig haben? Puh, keine Ahnung. Aber also ich habe auch keinen Zeitdruck. Also, wenn das Projekt ein halbes Jahr dauert, zocke ich es ein halbes Jahr. Das ist mir relativ egal. Also allgemein bei Streaming-Projekten mache ich mir gar keinen Druck. Oh Gott, ich habe ja meine Mütze nicht mehr. Oh nee. Wo spawne ich jetzt? Ah, okay, es gibt Checkpoints. Okay, okay. Ich habe voll vercheckt, dass ich meine Cappy ja nicht mehr habe, wenn ich die bei der Vogelscheuche abgebe. Das ist so krass, ne? Also, wie soll ich sagen? Wie sehr man sich schon an Cappy gewöhnt und dann einfach, ja, permanent sie benutzen will, ohne überhaupt nachzudenken, ob man sie jetzt vielleicht... Oh, Bruder! Das war... Der hat mich aus der Luft gesniped. Und wenn man bedenkt, dass sie einfach weg ist, dann das ist einfach Odyssey und man wirft einfach Cappy und man will einfach Cappy werfen. Man denkt da jetzt gar nicht groß drüber nach. Jedes 3D-Mario ist ganz schlimm ohne Cappy. Aber ja, ich gebe dir recht, gerade in Galaxy, in 3D-World vermisse ich es irgendwie auch. Vor allem, weil jetzt haben wir in 3D-World diesen Hechtsprung, aber der ist halt so mickrig im Gegensatz zu dem aus Odyssey. Der Hechtsprung in 3D-World ist halt wirklich nur so ein Schatten seiner selbst. So, okay, aber hier muss ich mich dann beeilen, ne? Okay, die lila Münzen würde ich nur in einer Kamikaze-Aktion bekommen. Sehr gut. Deswegen mache ich erstmal entspannt. Ja, der ist ultra keil, man kann sich damit minimal saven. Eben, man denkt sich so, wow, yeah, jetzt jumpen und dann ist er wieder voll für den Arsch. So, was muss ich hier tun? Wo erscheint dieser Mond? Es nervt mich, dass die Sichtweite in diesem Spiel so klein ist. Dass du einfach nicht siehst, wo der erscheint. Ja, komm. Fuck it. Let's go. Das ist so dumm. Oh. Ja, das ist die Erinnerung, die ich an die Mondhöhle hatte. Exakt das ist sie. Okay, nicht hier hinten. Wahrscheinlich da vorne dann irgendwo, ne? Aua. Zwischen zwei Säulen in der Lava. Ach, weiter unten. Hier direkt runter? Oder? Ich springe einfach. Leute, die Kamera ist... Das ist der Spawn, das ist der Eingang. Kameramodus komplett broken. Was zur Hölle? Am Ende bei der Stromleitung. Da hinten unten, ne? Da hinten unten, ne? Okay.
Der Kameramann hat sich nicht weiter getraut. Ja, so fühlt sich's an. Oh, Bruder. Oh boy. Bruder, es ist so schwer. Okay, ich glaube, wenn ich mittig bin, habe ich... Okay, hier ohne Schaden durchzukommen ist big. Das ist sehr, sehr groß. Good move. Okay, vielleicht jetzt mit zwei Damage Boosts einfach hier durch. Okay. Und der Mond ist jetzt wo? Da unten drin? Ist der da? Da rein? Man sieht ihn halt nicht, ne? Nee, ganz unten. Da ganz unten. Jetzt sieht man. Jetzt ist er aufgetaucht. Da ist er. Da ist er. Ohne Scheiß. Wisst ihr, was ich an dem Fotomodus so geil finde? Wenn man die Kamera dreht, erkennt man teilweise gar nicht mehr, was das für ein Level ist. Ich finde, sobald man die Kamera dreht, sieht das einfach so weird aus. Okay. Da unten ist der. Alles klar. Das kriege ich hin. Ich weiß nicht, warum die Textur so ist. So, und musste man hier nicht per Impossible Jump hoch? War da nicht irgendwas? Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, warum der so ist. Muss man jetzt impossible jumpen? Textur hat Game Freak gemacht. Oh, das war so knapp. Let's go. Oh Gott, da ist der Madame Budelfalk. Oh nein. Und ich habe einfach nur ein Leben. Ich habe einfach nur ein Leben. Okay. Ja, mit einem Leben wird das nix. Da wird das gar nix. Okay, aber der eine Hund ist da stuck. Das ist eigentlich ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Den lasse ich da auch stuck. No! Okay. Du musst nur eine besiegen, ich habe reingeschissen. Ah, man. Aber Freunde, ich habe mir ein Safe State gesetzt. Und zwar kurz vor dem Madame Budelfight. Das mache ich nicht nochmal. Da habe ich gar keinen Bock drauf. No! Oh, boy. Okay, das läuft ja mal richtig gut. Okay. Wuchs, danke dir für 13 Monate. Jasmin, danke dir auch für 15. Noch einen Monat, dann darf ich legal Bier trinken. Bin ja 16 Monate alt. Kannst du mir eine gute Sorte als Alkoholiker empfehlen? Altenmünster ist sehr gut. Altenmünster ist sehr, sehr, sehr gut. Jetzt muss ich hier durch. Uff, Alter, wie ich übel weggesmackt wurde. So, okay. Ja, man kann tatsächlich diesen Dog sehr krass zwischen diesen Fackeln einsperren. Kann ich den eigentlich jetzt auch mit einem Rückwärtssalto stoppen? Ja, geht sogar. Er wird einfach übel weggeslappt. Oh nein, der andere Dog ist frei.
Okay, aber ich bekämpfe die jetzt einfach auch mal, auch wenn ich glaube ich nicht muss. Einfach damit ich meine Ruhe habe. Oh, verdammt, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, jetzt habe ich beide Hunde in der finalen Phase. Okay, aber ich block jetzt den einen Dog hinter der Madame Brudel. Oh nein! Ich bin am Arsch. Oh no! Oh. Ey, das ist so, die sind so schwer, ne? Aber das Finale vom Superstar Mode ist so gottlos schwer. So. Okay, jetzt hat mich der eine Dog aus dem anderen Dog rausgehauen. Jetzt wurde trotzdem irgendein Dog geslappt. Die schlägt einfach ihren Hund. Okay. Okay, alles gut. Jetzt hat er mich doch noch erwischt. Die armen Doggos, ja echt so. Die werden übel misshandelt. Was geht, Jan Kloschi, dass du da bist? Schaffe ich das? Nein, leider nicht. Okay. Oh boy. Wie man da immer stecken bleibt. Oh, das sieht gut aus. Jetzt kommt der auch noch. Okay, wir greifen trotzdem an, Freunde. Okay. So, jetzt aufpassen. Der Kollege ist, das ist der, den wir brauchen. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Okay, okay. Jetzt hier durchmanövrieren, nicht geslappt werden. Scheiße. Egal, nicht so schlimm. Komm, Dog. Corn Dog. Ist das nicht so ein koreanisches Gericht? Jawollo. Alter, es ist so schwer. So schwer. Versuch vorher, einen Hund zu fesseln. Okay, Digga, alles klar. Ich muss doch beide besiegen. Okay, aber einen sollte ich doch jetzt hinbekommen, oder? Oder? Oh, Bro. Okay. Was war das? Du musst den, ja, du musst den Ketten und Epic fesseln und in den See werfen. Okay, ich dachte, es reicht, wenn ich einen besiege. Offenbar nicht. Jetzt muss ich aufpassen. Der Kampf gilt trotzdem als geschafft. Der Kampf gilt trotzdem als geschafft. Da Fug. Easy. Also man muss nur einmal besiegen, dann wird der Kampf nicht neu geladen. Read. Easy, Freunde, wusste ich natürlich. Das sind auch die sinnlosesten Checkpoints überhaupt, wenn da vorne einer ist. Warum ist einfach hier noch einer? Was macht dieser Checkpoint da? So, einmal ganz kurz in Gedenken an, ach nee, verdammt. Ich wollte gerade sagen, in Gedenken an Chimtex. Aber ohne Schwerelosigkeit wird das, glaube ich, ein bisschen schwer, oder? Okay, alles klar. Ohne Schwerelosigkeit wird es ein bisschen schwierig. Ja, diese Checkpoint-Flagpole. So, der feine Bowser-Fight, der ist auch noch... Der, jetzt gucken wir mal. Da weiß ich nicht, ob wir den heute noch schaffen. Oh, Bruder. Ja, ich sehe es schon wieder.
3, ist der nicht anders? Ich hatte den irgendwie anders in Erinnerung, den Final Boss Fight, muss ich sagen. Der war doch anders. Der ist doch anders. Ah, nee, stopp. In No Jump, No Coin, No Damage war der so schwer. Oder? Irgendwo habe ich... Ist jetzt der Kampf anders oder habe ich gerade den falschen Kampf im Kopf? Nee, nee, der wurde doch geändert. Der wurde doch... Ich musste doch... Ich erinnere mich daran, dass ich doch im LP irgendwie da so ganz, ganz eklige Dreisprünge und so Shit machen musste. So von einer dieser äußeren Inseln zur nächsten. Irgendwo war das. Ich habe irgend so einen richtig gruseligen Bowser-Fight im Kopf. Der war so. Okay, dann hab ich irgendeinen anderen im Kopf. Welchen habe ich in deinem Kopf? Oh, ich wurde von dem Feuer getroffen, Panne. Ah, das war bei der Boden ist Lava. Ah, Alter, ich habe einfach zu viele Odyssey-Challenges gemacht. Stimmt, bei der Boden ist Lava. Ja, das war Übermüll. Ja, okay, jetzt sind wir wieder beieinander. Oh mein Gott, Speedrun! Stimmt, der war so räudig. Okay, so und jetzt kommt die geisteskranke Flucht. Das war die Bowser-Flucht ohne Bowser. Aber eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, gab es da nur ein, zwei schwere Stellen. Aber die waren halt geisteskrank. Man muss halt, ich glaube, man musste da halt so eine perfekte Reihenfolge an, ja. Man musste also eine perfekte Reihenfolge an Inputs machen, ansonsten ist Feierabend. So war das, ja, ich erinnere mich. Man musste jetzt so einfach so 2 Minuten lang fehlerfreie Inputs machen. Genau. Und jetzt quasi hier muss man, glaube ich, immer... Ah ja, oh, ich erinnere mich. Aber wichtig ist es, glaube ich, immer, wann man die dann das erste Mal berührt hat, glaube ich. Da, jetzt habe ich wieder verkackt, oder? Nee, noch ist alles gut. Genau, jetzt musste man da perfekt drauf, einfach mittig bleiben, nichts tun. Nein, jetzt habe ich verkackt. Ja, ja. Hey, aber der war gar nicht so schlecht. Der Try war gar nicht so schlecht. Aber wir brauchen jetzt Mucke. Der war gar nicht so schlecht. Aber war die zweite Passage nochmal schwieriger? Es war doch nur die erste Passage, die schwierig ist, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was war denn die zweite? Ich habe die gar nicht mehr im Kopf. Er ist einfach nicht gefahren. Bruder, ich hatte einfach übelste Motorprobleme. Ich überlege gerade, ob man hier mit Safe States irgendwas verschnellern kann. Aber ich meine, man ist ja eigentlich recht schnell wieder dabei, ne? Fuck, ich bin jetzt kurz gehüpft. Das ist eigentlich schon wieder das Ende. Boah, Bruder.
das war die schwere Stelle, die ich im Kopf habe. Das war die schwere Stelle, die ich im Kopf habe. Genau die Stelle nach dem Roller. Die Stelle nach dem Roller war, glaube ich, das einzig wirklich Schwere an der ersten Phase. Da muss ich vielleicht gleich nochmal im Let's Play nachgucken, was ich da gemacht habe. Da gab es irgendeine Reihenfolge an Sprüngen, die das dann einem eigentlich ganz gut möglich gemacht hat. Es war nur die Stelle. Der Rest ist voll machbar. Genau, hier muss man einfach so gut es geht. Man muss, glaube ich, direkt auf dem Roller landen. Ich glaube, sonst ist es nicht möglich. No! Oh, das war so... Oh mein Gott. Das hätte es fast schon sein können. Das hätte es fast schon sein können, Freunde. Das ist voll machbar. Hä? Warum ist das so machbar? Hat man nicht sogar so eine Art Safe State? Nach der ersten Phase? Ich hatte das gar nicht mehr im Kopf. Nein. Oh, wieder verkackt. Verdammt. Verdammt. Juckt. Ja, da war irgendwas. Sport W. Sollen wir mal gucken, ob uns das hilft? Ich mache jetzt einmal kurz so und dann beim nächsten Mal machen wir Sport W. Das Ding ist, es kommt ja nicht mehr auf Geschwindigkeit an, weil diese Plattform erst anfangen zu droppen, wenn man quasi drüber steht. Das heißt, egal wie schnell man ist, man hat immer in den einzelnen Passagen, sage ich mal, dieselbe Zeit. War wahrscheinlich auch zu langsam. Shit. Das Schwerste war die 2D-Passage, die hast du ohne König. Ah, stimmt! Ich erinnere mich. Die 2D-Passage, oh ja. Da komme ich noch nicht passend hoch. Lazy. Aber kann ich da einfach hochhechtsprung? Das hat jemand gerade geschrieben. Das muss ich mal testen. Ich muss mal schauen, ob ich uns den Anfang safe staten kann. Weil der Anfang ist ja übelste Zeitverschwendung. Also quasi, wenn ich... Wenn ich quasi hier einen Safe State setze... Das sollte ja eigentlich niemandem wehtun. Okay, man kann da einfach rechtsprung. I try. Shit. Da! Aber ich muss näher ran, okay. Okay, das läuft noch nicht so. Wir müssen das noch üben. So, wenn ich jetzt mich hierhin porte und dann losrolle, brechen die Plattform ein? Ja, okay. Dann nutzen wir den Safe Stat. Weil es ja eigentlich nur um die Passage hier geht. Wow. Ja, der Anfang ist das Beste. Der ist richtig spannend. Okay,
Jetzt Sport weht in. Jetzt läuft's. Mann, da muss ich rollen und nicht direkt einen Dreisprung machen. Okay, hat trotzdem noch funktioniert. Nein! Ah, kacken. Oh, da will jemand einen Timeout. Ja, und Asta schlägt zu. Genau, hier einmal rollen und dann erst den Dreisprung. Ah, oh, nee! Wieder verkackt. Egal, ich probiere trotzdem. I try. Okay. Ich habe es damals ohne Roller gemacht. Okay. Okay, pass auf. Dann tryen wir kurz ohne Roller. Vielleicht verzichten wir einfach auf den Roller. Apache ist dann zwar sauer. Aber Apache bringt uns hier nicht durch diese Passage. Nee, ich brauche meinen Roller. Ich brauche meinen Roller. Ohne den fühle ich mich nackt. Ich weiß, ich müsste mittig rollen, aber das fühle ich irgendwie noch so gar nicht. Doch, das ist schon, das float schon besser. Nein! Oh! Dieser Hechtsprung ist so schwer. Dieser Hechtsprung ist so schwer. Ich hab das wirklich mit dem Hechtsprung gemacht, oder? Einfach nur Sprunghecht. Mann, vorhin hatte ich das einfach schon fast. Ich könnte heulen. Aber das ist immer die Reise bei Kaizo. Du hast am Anfang einen Versuch, der es ganz knapp schon schafft. Dann hast du ganz viele Fehlversuche. Und dann am Ende läuft es irgendwann. Ich habe vorhin gehechtsprungt, aber da bin ich gebonkt. Aber ich meine, wenn ich es im Video gemacht habe, so, dann muss es klappen. Der war gut. Aha. Nein! Okay. Okay, alles klar. Okay, mit dem Hechtsprung schaffe ich es gerade drauf. Und da muss ich aber direkt wieder springen, weil direkt nach der Landung verschwindet es dann. Okay, okay, okay. Progress. Progress. Und dann muss ich so schnell wie möglich... Oh, das war falsch. Egal. Da muss ich so schnell wie möglich auf diese Hammerbruder-Plattform hoch, weil der Stein von dem Hammerbruder, der verschwindet nämlich nicht direkt. Fuck, verkackt. Oh. Ich sag's ja, es muss einfach eine ewig lange Reihe an perfekten Inputs sein. Aber es ist halt so machbar. Aber vor der 2D-Sektion habe ich Angst. Also... Ich habe bei der 2D-Sektion das ganz böse Gefühl, dass ja. Aber ich meine, wenn ich Safe States habe, so, dann kann ich das auf jeden Fall schon besser probieren. Genau, direkt drauf. Ja. Okay. So, jetzt muss der Hechtsprung klappen. Genau. Zack. Hoch. Nein! Alter! Wenn der nicht perfekt sitzt, bonkt man immer direkt. Hab warme Käsebrötchen. Lass es dir schmecken, Bruder.
Aber es ist halt wirklich befriedigend, diese Passage, muss ich zugeben. Mann, ich kann die scheiß Distanz nicht abschätzen, weil man auf den Plattformen keinen Schatten hat. Man sieht auf diesen leuchtenden Plattformen einfach nicht, wo man ist. Okay, scheiße. Nein! Okay, ich setze es in den Safe State. Zack. So, okay. So, was geht jetzt ab? Okay, ich muss jetzt wahrscheinlich da hoch, ne? Okay. Okay, stopp, fuck. Ach, ich muss den gar nicht killen. Du musst dem... Ach, lol. Okay, warte mal. Aber ich hab den Safe State gemacht. So, zack. Jetzt porte ich mich dahinter. Yep, alles gut. Okay. Safe State klappt. Okay. Ach, genau. Und jetzt kam die asoziale 2D-Sektion. Wo ich gesagt habe... Ich glaube, ja genau, im LP habe ich dann das Königsherz verwendet. Okay. Oha, Digga. Was ist los? Aber ich glaube, das Schwierige kam doch dann jetzt erst, oder? Da kam da jetzt nicht diese 8 Millionen Kugel-Rilly-Kanonen und die Ölfässer? Ja. Hä? Ach, auch wenn ich die berühre, oder was? Scheiße. Halt dein Maul. Halt dein Maul! Das war's? Oh, nee. Kamera! Das war's? Ich hab die 2D-Sektion im First Try geschafft. Es war halt ultra big, dass ich von keinem Hammerbruder getroffen wurde. Oha! Das mit den 8 Millionen ist eine absolute Lüge, ist ein Mandela-Effekt. Ihr denkt, ich hab das gesagt. Aber eigentlich hab ich's gar nicht. Ich bin abgestürzt, bevor ich loslaufen konnte. Okay. Ich hab, das ist kein Safe State, das war vom Spiel so. Was ist das denn? Ich habe wirklich kein Safe State gesetzt. Ich meine, ich war auch schon in der Bowser-Kaperung drin. Ich kann keine Bowser-Kaperung speichern. So, da, man stürzt ab und dann... Hä, was ist das? Ich drücke nichts. Hä? Ich bin... Bruder, was zur Hölle? Spam den Jump-Button. Ja, habe ich gemacht. Aber man muss dann auch im perfekten Moment... Ich glaube, schlagen reicht aber auch. Ich glaube, man muss nicht mal Feuer spucken. Ich glaube, wenn man in der Luft schlägt, kriegt man auch mehr Distanz.
Was ist deine Meinung zur Theorie, dass in Mario Odyssey der Mond auf die Erde fällt? Die Theorie kenne ich nicht. Ich bin nicht so der Trivia-Dude. Okay. Ja, ich glaube, Schlagen bringt sogar wirklich mehr Distanz. Das ist ein Fakt. Ah, okay, ein Fakt. We did it! Halt die Schnauze! Geil! Richtig geil! Mega! Alter, dass sie die 2D-Sektion gefirst-tried haben. Das war so ein Win. Ohne Scheiß, ich glaube, ich könnte die 2D-Sektion jetzt noch 10-mal machen. Ich würde sie nicht schaffen. Das sah so einfach aus. Aber glaub mir, diese 2D-Sektion, ich habe im Let's Play habe ich da mit der Peach Amiibo mich durchboxen müssen, weil im Let's Play habe ich es nicht hinbekommen. Holy shit, danke für die ganzen GGs, guys. Alter, das ist so big. Roski, danke schön für die 42. Ey. Strong. Sehr, sehr, sehr strong. Das Let's Play war, glaube ich, Ende 2018, Anfang 2019. So zum Jahreswechsel. Ey. Boah, ich bin gerade richtig happy. Ich bin gerade richtig, richtig happy. Voll geil. Richtig, richtig, richtig gut. Und vor allem, ich glaube, also wir haben jetzt die schwersten Sachen haben wir geschafft. Klar wird es noch mit Sicherheit so kleine Jump'n'Run-Passagen geben. Bei dem Roboter habe ich schon zu Beginn des Streaming-Projekts gesagt, den werde ich skippen, wenn er nicht geändert wurde. Er wurde nicht geändert, ich habe ihn geskippt. So, unter der Prämisse habe ich das Projekt gestartet. Aber Mondhöhle geschafft und jetzt auch die Flucht viel schneller als gedacht. Mega geil. Mega, mega, mega geil. Ich bin sau happy. Und jetzt machen wir auch in diesem Sinne, wir sind gute 4 Stunden live. Ich glaube, damit können wir einen Deckel auf den heutigen Stream machen, Freunde. Richtig, richtig, richtig gut. Also, Guys, dann würde ich an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn wir mit Das Sucker weiterspielen, also Paper Mario The Origami King. Wie gesagt, Dienstag gibt es wahrscheinlich eine sehr geile Challenge auf Twitch. Am Mittwoch spielen wir Mario 64 weiter, da werden wenige von euch zugucken. Ich spiele es trotzdem, weil ich Spaß dran habe. Donnerstag vielleicht nochmal eine Runde Hide and Seek, würde ich sagen. Freitag muss ich gucken, wann und wie ich live gehe. Ich denke, ich werde irgendwie rund um den UE-Release live sein. Vielleicht auch am Freitag einfach so ein Stündchen oder 2 Origami King spielen. Welche Plattform morgen, weiß ich noch nicht. Ich glaube aber YouTube. Ich bleibe bei meinen 3x Twitch die Woche. Aber Origami King habe ich jetzt auf YouTube angefangen und dann bringe ich es da auch zu Ende. Ich glaube, ich lasse meine Twitch-Zeiten und mach Ding. Ich mach den Plan, keine Sorge. Und dann Samstag, Sonntag nächste Woche ist dann auch das ganze Wochenende lang Hübis Inkling Tournament. Das wird auch sehr geil, UE-Releases. Und Sonntagabend werde ich ein toter Mann sein, aber hoffentlich mega glücklich. Morgen gibt's Das Sucker, also Origami King. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, ich gehe jetzt ins Gym. Und bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Es war ein geiler Stream mit einem kurzen Mental Breakdown beim Roboter.